Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Bürgerinformationsversammlung der Magdeburger Verkehrsbetriebe, zweiter Nord-Süd-Abschnitt. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Bauabschnitt 7, das heißt von der Raiffeisenstraße zur Warschauer Straße. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Tino Grosch, ich bin wie Sie aktiver Bürger dieser Stadt, freier Moderator und freue mich, diese Runde hier heute moderieren zu dürfen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns gegenseitig mal auf den neuesten Stand bringen oder auf den aktuellen Stand bringen. Das heißt, Frau Münster-Rendel, die Geschäftsführerin der MVB, wird so ein bisschen was zu Beginn sagen und auch einen kleinen Film präsentieren, wie dieser Abschnitt sich denn visuell darstellt. Dann hat man schon mal einen guten Eindruck davon. Das Ingenieurbüro Buschmann wird zeigen, wie sie es geplant haben, was sie vorhaben. Uwe Schulz wird uns noch ein bisschen was zur Linienführung erzählen und dann haben wir hoffentlich genügend Zeit noch, das ist definitiv so, dass wir genügend Zeit haben. Wir haben uns ausreichend Zeit genommen, bis 20 Uhr mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Also alle Fragen, die Sie haben, abzuarbeiten, vielleicht auch Anregungen aufzunehmen oder Gedankengänge. Und ich will mich gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten, sondern würde das Mikrofon gleich erstmal an Frau Münster-Rendel abgeben und freue mich auf diese Veranstaltung. Bitte schön. Ja, Herr Grosche, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich gehe davon aus, dass zeitgleich im Fernsehen Sportkrimi läuft, den wir jetzt alle gemeinsam nicht verfolgen können, aber vielleicht erfahren wir ja die Ergebnisse zwischendurch. Wir sind heute hier zu der Thematik Straßenbahn Raiffeisenstraße, Warschauer Straße. Wir hatten schon eine Bürgerinformationsveranstaltung und einige Gesichter sehe ich auch, die ich in der anderen auch schon gesehen habe, drüben im Bereich der Leipziger Straße, Otto-Kobin-Saal. Und da hatten wir uns sehr intensiv mit dem ersten Ausbauabschnitt beschäftigt, der sich eben insbesondere fokussiert hatte auf die Kreuzung auch an der Leipziger Straße, Raiffeisenstraße. Und hatten seinerzeit auch den Bürgern, die eben dort in der Nähe wohnen, auch die anstehenden Umleitungsverkehre vorgestellt. Und heute ist es eben so, dass ich mal behaupte, heute befassen wir uns damit, was bei Ihnen vor der Haustür passiert. Ich gehe also davon aus, dass Sie auch weitestgehend hier in der Nähe ansässig sind und Sie eben interessiert, was passiert hier vor meiner Haustür, wie bin ich auch persönlich betroffen, wie kann ich trotzdem die Innenstadt mit Straßenbahn und Bus erreichen. Und dazu sind wir heute vorbereitet. Ich würde jetzt erstmal ein paar allgemeine Worte dazu verlieren. Warum bauen wir überhaupt Straßenbahntrassen hier in Magdeburg neu? Wie kommt es dazu? Wie entsteht so ein Projekt und so weiter? Und dann wird, wie gesagt, Herr Buschmann und Herr Schulz werden sich dann auch noch zu weiteren Themen intensiv äußern. Achso, ich soll selbst bedienen. Ja, ich hatte es schon gesagt, warum überhaupt Straßenbahnen? Und da haben wir immer so ein nettes Bild, um das mal zu veranschaulichen. Und ich gehe mal doch ein bisschen hier noch zur Seite, damit ich gegebenenfalls hier auch mal drauf gucken kann. Die Straßenbahn befördert eben doppelt so viel Personen wie zwei große Gelenkbusse. Und wir haben das mal veranschaulicht, wie viele Autos das auch ersetzt. Und genau das ist der Hintergrund, weshalb die Landeshauptstadt Magdeburg uns mit der Umsetzung dieses Projekts beauftragt hat. Also wir machen das im Auftrag der Landeshauptstadt. Eine Zielstellung ist natürlich die Erreichung der Klimaschutzziele der Landeshauptstadt zum Beispiel und eben die Reduzierung von Individualverkehr. Im Verhältnis Straßenbahn-Bus ist eine Straßenbahn wirtschaftlicher zu betreiben als ein Bus, weil sie eben zweimal mehr Plätze hat. Das heißt, ich brauche also so viele Fahrgäste wie in zwei Bussen, zum Beispiel nur ein Fahrpersonal, ein Fahrzeug zu betreiben und so weiter. Und was eben von ganz großem Vorteil ist für uns alle als Bürger, wir werden alle älter oder vielleicht manche stehen auch noch davor, ihre Familie zu gründen, sind eben mehr Multifunktionsbereiche, wo ich eben Rollstühle, Kinderwagen, Rollatoren und so weiter viel besser unterbringen kann. Das ist im Bus die Ausstattung nicht so groß und da ist auch die Beförderung in der Straßenbahn einfach sicherer. Ich kann mir besseren Halt verschaffen, der Einstieg ist barrierefrei und insofern ist das auch eine günstigere Art oder eine bessere Beförderung für unsere Fahrgäste.
Straßenbahn ist aus Sicht der Branche, damit stehen wir natürlich nicht allein da und das behaupten wir auch nicht einfach, sondern es ist auch belegt, attraktiver als ein Bus, weil sie zuverlässiger, pünktlicher und schneller ist. Das liegt eben daran, dass die Straßenbahn auf ihrem eigenen Bahnkörper verkehrt und sich eben nicht wie der Bus im laufenden Verkehr im Stau anstellen muss, zum Beispiel. Das andere hatte ich schon gesagt, barrierefrei und erheblich besserer Fahrkomfort. Darüber hinaus ist die Straßenbahn umweltschonender als ein Bus. Wir sind mit den Straßenbahnen elektromobil seit mehr als 100 Jahren hier in Magdeburg und die verkehrt vor Ort CO2-neutral. Wir haben auch noch Ökostrom, das heißt also der Strom, der erzeugt wurde, ist also da eben auch noch ökologisch vorteilhaft. Aber wir erzeugen insbesondere mit der Straßenbahn vor Ort keine Abgase. Die Flächenversiegelung ist eine andere als zum Beispiel, wenn man Bustrassen baut, sind natürlich die Straßen und das Mikroklima kann eben zum Beispiel durch Rasengleise auch positiv beeinflusst werden. Insgesamt erwarten wir uns höhere Einnahmen durch Straßenbahntrassen, weil eben mehr Menschen mitfahren, eine Reduzierung des Individualverkehrs und damit einen umweltfreundlichen Verkehr hier in Magdeburg. Bei den Trassen, die wir bereits eröffnet haben, haben wir auch mehr Ein- und Aussteiger zu verzeichnen. Das heißt, es ist also auch zu erkennen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind und die Landeshauptstadt, die uns beauftragt hat, damit eben auch in die richtige Richtung lenkt. Ja, die zweite Nord-Süd-Verbindung insgesamt, nur noch mal in Erinnerung zu rufen. Der Bauabschnitt in der Raiffeisenstraße ist ein Teilprojekt der zweiten Nord-Süd-Verbindung hier in Magdeburg. Das Gesamtprojekt wird verfolgt seit 1999 und die Abschnitte, die ich Ihnen, die wir hier sehen, sind alle schon umgesetzt. Das ist der Europaring, da fahren wir schon seit Jahren drüber, spielt im Moment eine ganz wichtige Rolle für unsere Umleitungsverkehre um die Baustelle am Tunnel, im zukünftigen Tunnel. Und wir haben hier den Bereich, den wir 2012 eröffnet haben, den Bauabschnitt 2a, also die Modernisierung der Leipziger Straße und den Bauabschnitt 3 in Richtung Reform. Insbesondere in dem Abschnitt haben wir das wirklich festgestellt, dass die Anzahl der Ein- und Aussteiger sich im gesamten Gebiet verdoppelt hat. An der Haltestelle Bördepark sogar 3-mal mehr Fahrgäste als vorher. So, und seit 8.8. Fahren wir auch durch die Wiener Straße. Das ist im Moment noch quasi nur ein Teilstück dieser sehr wichtigen Querspange und über das Teilstück, was eben jetzt kommt, wollen wir dann heute auch noch sprechen. Ich roll das jetzt mal von hinten auf, damit wir das Teilstück, über das wir heute sprechen, auch gleich sehen. Das ist also der Bauabschnitt 7, ist quasi die Verlängerung dieser Ost-West-Achse, die sich hier darstellt und die sowohl eine Erschließungsfunktion in den einzelnen Wohngebieten hat, aber auch eine höhere Flexibilität im Netz der Straßenbahn bringt, sodass eben am Ende zum Beispiel bei Störungen auch die Umleitungsverkehre besser organisiert werden können. Also wir hatten zum Beispiel neulich hier so ein Beispiel, da war eine Bombendrohung am Landgericht, Sie haben das sicherlich wahrgenommen und da konnte hier keine Straßenbahn im Bereich der Halberstädter Straße fahren. Wir konnten halt alle Linien, die dann eben in den Westen der Stadt mussten oder auch in den Süden, hier über die Leipziger Straße, Wiener Straße umleiten. In dem Fall, dass es die Wiener Straße nicht gegeben hätte, hätte es für diesen Moment im Westen der Landeshauptstadt keinen Straßenbahnverkehr mehr gegeben. Also das ist also auch ein wichtiges betriebliches Thema von uns. Ja, und warum heißt das ganze Projekt zweite Nord-Süd-Verbindung? Weil wir eben im Süden schon mehrere Straßenbahnäste auch haben, aber im Norden bisher nicht. Wir haben im Norden eben bisher den Ast durch die Lübecker-Lüneburger Straße in Richtung Neustädter See und Lerchenwuhne. Und wir werden hier mit der Errichtung des sogenannten Nordastes der zweiten Nord-Süd-Verbindung eine echte zweite Nord-Süd-Verbindung herstellen, die dann eben vom Damaschke-Platz beginnt in Richtung Neustädter Feld und Kannenstieg. Und ich kann es Ihnen so sagen, wir würden uns wünschen, dass es die dieses Jahr schon gäbe. Wir werden dieses Jahr im Sommer im Breiten Weg bauen müssen, kommen wir nicht umhin und wenn wir diese zweite Nord-Süd-Verbindung schon errichtet hätten, dann hätten wir da einfacher die Verkehre zu organisieren. Ja, die Sinnhaftigkeit, das ja, wird immer wieder auch gefragt, es kostet doch alles viel Geld und es kann doch nicht sein, das bringt doch nichts. Das Projekt ist ja hoch gefördert von Land und Bund, also der Bund unterstützt das Projekt mit 60% der Investitionssumme und das Land mit 30%.
5%. Das heißt, bei der Landeshauptstadt und der MVB verbleiben ca. 10% der Investitionssumme. Und damit diese Förderung passiert, muss man sowohl gegenüber dem Bund als auch dem Land, was ja dann an der Stelle aber der gleiche Weg ist, nachweisen, dass es eben sowohl eine volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit gibt, als auch betriebswirtschaftliche Einspareffekte. Und wenn man das nicht nachweist, dann wird es eben auch keine Förderung geben. Und die Förderung ist für alle Bauabschnitte da entsprechend auch vorbereitet und zugesagt. Und diesen Nachweis, den führt man nicht mit irgendwie einer Berechnung, die man sich selber ausdenkt und die man wie auch immer gestalten kann, sodass es womöglich am Ende so aussieht, wie man das möchte, sondern dafür gibt es ein standardisiertes Verfahren, das erarbeitet wurde. Und diese sogenannte standardisierte Bewertung dürfen auch nur eine begrenzte Anzahl von zertifizierten Büros in Deutschland durchführen. Das heißt, die machen wir also auch nicht selbst im Haus, sondern wir haben ein Büro beauftragt, im Auftrag des Landes wiederum, die dann für uns diese standardisierte Bewertung durchrechnen und quasi das Nutzen-Kosten-Verhältnis ermitteln und ebenfalls auch die betrieblichen Folgekosten ermitteln. Und wir sind verpflichtet, alle betrieblichen Kosten einzuspeisen und die restlichen Kosten, die eben zu diesen volkswirtschaftlichen Effekten führen, die werden eben auch standardisiert da entsprechend mit eingespeist und dann wird das alles gegenübergestellt. Und man berücksichtigt dabei immer einen gewissen Nachweishorizont. Bei uns ist das Jahr 2025. Demzufolge sind da also auch schon zukünftige Ereignisse berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wird die Entwicklung einer Stadt und auch Raumstrukturen, auch soziodemografische Werte, also wie entwickelt sich die Einwohnerzahl, wie ist die Bevölkerungsstruktur. All diese Themen fließen in diese Berechnung mit ein. Und wir haben für uns zwei Ergebnisse zu verzeichnen. Zum einen sind die betriebswirtschaftlichen Folgekosten negativ, das heißt, es wird also zu Einsparungen auch kommen. Und zum anderen ist dieser Nutzen-Kosten-Faktor über 1, das ist die Notwendigkeit, um eben dieses, also größer 1 heißt, es ist volkswirtschaftlich sinnvoll und das ist für unser Projekt auch nachgewiesen. So, und jetzt gehen wir mal etwas intensiver in den Abschnitt, um den wir uns heute kümmern wollen. Wir wollen Ihnen heute vorstellen von diesem Bauabschnitt 7, den Unterausbauabschnitt 2, der sich im Prinzip zwischen Dodendorfer Straße und hier der zukünftigen Haltestelle Benediktinerstraße und Bodenbergstraße befindet. Und das ist also hier diese, Herr Buschmann wird das nachher nochmal intensiver vorstellen, um diesen Abschnitt handelt sich also die Dodendorfer Straße hier, Raiffeisenstraße, dann die Warschauer Straße vorm Puppentheater auch entlang und hier entlang der Schönebecker Straße. Und wie das zukünftig aussehen wird, wollen wir jetzt mal anhand des Videofilms zeigen. Und dann gehen wir etwas intensiver in das Kartenmaterial, auch in das Planmaterial, um Ihnen zu zeigen, was wir dort genau vorhaben. Wir starten jetzt hier eigentlich an der Leipziger Straße von der Kreuzung aus, die wir jetzt gerade fertiggestellt haben, wo die Straßenbahn eben auch fährt. Also wir verlassen jetzt dann gleich die Haltestelle, hoffe ich. Ja, also jetzt muss ich versuchen, Ihnen das so bildlich zu beschreiben, wie es denn eigentlich aussehen würde. Ich bin der festen Überzeugung, dass Herr Stein das auch noch zum Laufen kriegt. Also wir haben hier anhand der Pläne, die uns vorliegen, eine 3D-Visualisierung vorgenommen, die eigentlich schon sehr detailgetreu ist. Die ist auch schon seit langer Zeit bei uns im Netz. Also es wird auch für die meisten von Ihnen, die sich für dieses Projekt interessieren, heute keine Überraschung sein. Die ist eben soll eben veranschaulichen, wie zum einen die Straßenbahn sich in das Straßenbild einfügt, aber eben auch, was insgesamt auch errichtet wird. Und Sie sehen hier im Bereich der Raiffeisenstraße auch Rasengleis. Sie sehen auch, dass der Straßenraum entsprechend ja, nahezu von Hauswand zu, in dem Fall Friedhofsmauer, mit weiterentwickelt wird. Sie sehen auch, dass wir diese Lindenallee, die wir dort eben leider haben, entfernen müssen, wieder errichten werden und dort auch entsprechende Bäume auch wieder in der Anzahl auch vorsehen, wie es eben auch für so eine Lindenallee würdig ist. Ja, jetzt erreichen wir hier die erste Haltestelle. Das ist die Haltestelle Dodendorfer Straße. Wir haben hier eine Sonderlösung, die wir noch nicht so häufig in Magdeburg haben.
Hier ist quasi die Haltestelle mit einem sogenannten überfahrbaren Haltestellen-Cup integriert in den Straßenraum. Und der Fahrgast betritt eigentlich erst diese schmale Haltestelle, wenn die Straßenbahn noch einfährt. Und dann haben die Autos auch rot, sodass nichts passieren kann. Und damit es mit Besonderheiten auch weitergeht, haben wir hier aufgrund des doch beengten Platzes zu einer Maßnahme gegriffen, dass wir eine Gleisverschlingung bauen im Bereich der Eisenbahnüberführung Warschauer Straße und wir dort einen sehr kurzen eingleisigen Abschnitt haben, um dann dort eben im vorhandenen Brückenprofil auch passieren zu können. Und jetzt haben wir die Haltestelle S-Bahnhof Bukau Puppentheater, die sich dann eben so befindet, dass ich auch sowohl den S-Bahnhof als auch das Puppentheater sehr fußläufig sehr gut erreichen kann. Das ist eine ganz normale Kapphaltestelle am Straßenrand, das heißt also auch ein barrierefreier Einstieg möglich. Wir fahren jetzt vorbei am Puppentheater und die Straßenbahn wird jetzt abbiegen in Richtung Innenstadt. Und uns ist es gelungen, im Rahmen dieses Projektes auch zwei weitere Haltestellen mit barrierefrei errichten zu können. Das ist zum einen, die Haltestellen gibt es in dieser Form noch nicht, die gibt es jeweils nur in einer Richtung. Das ist zum einen die zukünftige Haltestelle Benediktinerstraße und zum anderen die Haltestelle Bodenbergstraße. Und deshalb dehnt sich auch das Baufeld so weit aus, wie es Herr Buschmann gleich zeigen wird. Also ein schönes Projekt insgesamt. Wir freuen uns darüber, dass die Landeshauptstadt uns mit der Umsetzung beauftragt hat. Wir wissen natürlich auch, dass es eine Belastung für die Bevölkerung vor Ort ist, das ist uns bewusst. Aber ich kann Ihnen versichern, wir werden alles dafür tun, dass die Belastungen auch so gering wie möglich gehalten werden. Aber da es welche geben wird, sind wir auch heute hier, um Ihnen das eben auch vorzustellen. Wenn dann alles fertig ist, was ich Ihnen eben gezeigt habe, also die gesamte zweite Nord-Süd-Verbindung, werden wir ein vollständig neues Straßenbahnnetz anbieten und die Linien werden in unterschiedlicher Form auch ihren Weg durch die Stadt wählen. Es gibt auch einige Bestandsgrößen, aber insbesondere im Bereich des Bauabschnitts 7, Bauabschnitt 2, wird zukünftig die Linie 3 und die Linie 5 verkehren. Die Linie 5 zwischen Salbker Platz über die Querspange Warschauer Straße, Raiffeisenstraße, dann Westring, Südring, umgekehrt Südring, Westring, Europaring und dann über den Olvenstädter Platz in Richtung Messegelände. Die Linie 5 wird dann so eine Art eierlegende Wollmilchsau sein, die in drei Stadtgebieten eben auch die Fahrgäste von A nach B bringt und da wird es sicherlich wenige geben, die wirklich von Anfang bis Ende fahren, sondern die wird auf den unterschiedlichen Teilbereichen ihre Funktionen erfüllen. Und die Linie 3 wird dann zukünftig verkehren zwischen Klinikum Olvenstedt und, Moment, jetzt habe ich kurzzeitig die Orientierung verloren, über den Hauptbahnhof, den Hassebachplatz in Richtung Sudenburg. Also die fährt quasi andersrum, die Querspange, um dann eben da auch Verbindungen herzustellen zum Hauptbahnhof und zur Innenstadt. Und so ist die Idee, die dahinter steckt, die ist auch mit der Landeshauptstadt abgestimmt und so berechnet, dass wir eben dann auch vernünftig die Wege, die Sie als Fahrgäste zukünftig absolvieren werden, auch abbilden können. Ja, vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Wir stehen abschließend natürlich noch alle umfangreich für Fragen zur Verfügung. Ich würde jetzt aber erstmal direkt an Herrn Buschmann übergeben, um die Planung kurz vorzustellen. Ist das? Das ist wunderbar. Herr Buschmann. Aber mit Mikrofon, das ist immer besser, weil Sie haben ja genauso eine zarte Stimme wie ich. Wenn Sie sich noch hinsetzen möchten, wir haben noch ein paar Plätze frei. Nicht? Stehen geht auch. Wunderbar. Also, 1, 2, 3. Ja, Herr Stein, macht bitte mal die nächste Präsentation. Wir haben vor einigen Jahren den Auftrag von den MVB erhalten, gemeinsam mit anderen Planungsbüro die Planung für die BA7 der zweiten Nord-Süd-Verbindung zu machen, sind gegenwärtig auch in der Bauoberleitung mit engagiert, die Dinge umzusetzen. Wir haben also auch den BA3 und BA2A in der Leipziger Straße nach Reformen geplant, also Vorhaben, die also alle sehr interessant sind und wo man auch dann hinterher stolz ist, dass es vernünftig funktioniert. Geht nicht. Der BA7 ist ja schon konkret in Gange. Er teilt sich in auftragsmäßig in zwei
Abschnitte. Das ist der erste Ausbauabschnitt, der von der Wiener Straße beginnt mit dem Knoten Leipziger Straße, der schon in Betrieb ist, wo wir noch Restarbeiten haben im Bereich des Gehweges vor dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und wo die Bauarbeiten jetzt in die Raiffeisenstraße gehen. Der zweite Bauabschnitt, Ausbauabschnitt, beginnt an der Dodendorfer Straße einschließlich über Warschauer Straße, Einbindung in die Schönebecker Straße. Sie haben das schon vorhin in dem Video gesehen. Wir kriegen das sicher noch nicht noch hin, davon gehe ich aus. Mit der Baumaßnahme ist eigentlich eine komplexe Umgestaltung des Straßenraumes verbunden. Es werden gleichzeitig auch die notwendigen Versorgungsleitungen erneuert oder wo notwendig umverlegt. Das wird also oftmals nicht gesehen, was also im unterirdischen Bauraum alles notwendig ist. Und das wird sich also auch in den zweiten Ausbauabschnitt so vollziehen. Die nächsten Bauarbeiten, wie gesagt, gehen in der Raiffeisenstraße. Hier ist also der Bau etwa bis in diesem Jahr, bis Ende des Jahres vorgesehen, mit Straßenbahn in der Mittenlage, mit Grüngleisen, mit jeweils Kfz-Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung. Es werden Verbesserungen für den Radverkehr gemacht, das ist in diesem Bereich. Klappt nicht, oder? Kriegen Sie hin. Ja. Ja, bitte. Warten Sie, nehmen Sie das Mikrofon, dann hören wir es alle. In dem Bereich, Raiffeisenstraße heißt ja vom Puppentheater und so. Ist da nee, Raiffeisenstraße geht von der Leipziger bis zur Dodendorfer. Das ist die Raiffeisenstraße. Puppentheater ist Warschauer Straße. Komme ich nachher gleich zu. Ach so. Ja. Also. Ja, also das ist der Bereich, ab der zweite Ausbauabschnitt komme ich gleich. Wir zeigen bloß mal Bild nochmal die Übersicht. Wir starten den Rechner einfach nochmal neu, das hilft ja meistens. Aber mit Bildern ist schon besser, ne? Mit Bildern ist besser, ja. Ja. Die Zeit haben wir sicherlich auch noch. Danach wird Herr Schulz ein bisschen was über die Linienführung noch uns erzählen, oder? Das Passwort haben wir jetzt nicht so schnell uns merken können. Ja, können wir gleich das nächste Bild, kennen wir, jetzt kommt's. Will nicht. Also im Grunde, wie gesagt, geht es um den Abschnitt jetzt von der Dodendorfer über die Warschauer Straße mit der Einbindung in die Schönebecker Straße. Jawohl. Hier nochmal der Knoten Leipziger Straße, der erste Ausbauabschnitt bis zur Dodendorfer. Und jetzt der zweite, die Warschauer Straße mit der Einbindung in die Schönebecker Straße, was sich ausstreckt eben bis zur Benediktinerstraße stadteinwärts und bis zur Budenbergstraße am Engpass. Das ist der Bereich, der also jetzt konkret in Angriff genommen wird. Die vorbereitenden Arbeiten sind schon in der Schönebecker Straße angelaufen. Da wird gegenwärtig eine Trinkwasserleitung verlegt. Und zu den anderen Maßnahmen komme ich selber. Wir können dann das nächste Bild gleich mal nehmen, Herr Stein, bitte. Ja, hier sind nochmal farbig dargestellt die beiden Ausbauabschnitte, also gelb der erste Ausbauabschnitt, der also bis zur Dodendorfer geht, und rot dargestellt der zweite Ausbauabschnitt, der Bereich, der jetzt also konzentriert angegangen wird. Sie sehen hier nochmal einen kurzen Ausschnitt der Planung. In der Mitte die Straßenbahntrasse, zweigleisig mit der Sonderheit einer Gleisverschlingung unter den Brücken an der Warschauer Straße. Dann die konkreten Haltestellen, wurden vorhin auch im Bild im Bereich hier Puppentheater, Bahnhof Buckau und dann die Einbindung in die Schönebecker Straße. Hier werden wir aus Gründen
des Erschütterungsschutzes auch ein sogenanntes flächig gelagertes Massefedersystem bauen. Das heißt, da kommt eine Betonplatte, dann kommt eine elastische Bettung in der Fläche, wie wir es an der Leipziger Straße gemacht haben. Also alles auch mit dem erheblichen Aufwand, um also hier Puppentheater und Randbebauung besonders zu schützen. Ja, wir haben also in diesem Bereich dann erneuern die Lichtsignalanlagen hier an der Dodendorfer Fußgängerquerungsanlagen, Fußgänger-LSA im Bereich des Puppentheaters und natürlich eine neue Lichtsignalanlage an der Schönebecker Straße. Bitte schon das nächste Bild. Ja, hier sehen Sie nochmal, hier ist die Einbindung von der Warschauer Straße, die Schönebecker Straße bis zur Benediktinerstraße, hier mit den Haltestellenpaar an der Benediktinerstraße und den anderen Haltestellenpaar an der Budenbergstraße. Straßenbahn also hier auch in Mittellage. In der Schönebecker Straße ist aus Platzgründen kein besonderer Bahnkörper möglich. Der Kfz-Verkehr fährt mit auf den Gleisbereich. Daneben werden Radfahrstreifen angelegt, das auch in der Erhöhung der Sicherheit für den Radverkehr, barrierefreie Haltestellen. Frau Münzer-Rendel hat das alles schon genannt. Das gehört alles dazu. In der Schönebecker Straße vollziehen sich oder sind notwendig umfangreiche Maßnahmen der städtischen Werke. Hier wird als erste Maßnahme ein neuer Eikanal, Mischwasserkanal verlegt, vom Mühlberg bis zur Budenbergstraße, der unter dem jetzigen stadteinwärtigen Gleis liegt. Ein Eikanal eben von der Dimension, dass man da fast drin gehen kann. Das erfordert, dass wir hier eben entsprechende Baufreiheit schaffen für den Technikeinsatz. In der Schönebecker Straße kommt ja hinzu, im Unterschied zur Warschauer Straße und Raiffeisenstraße, dass wir den Straßenbahnverkehr aufrechterhalten müssen und natürlich die MVB auch will, für die Fahrgäste auch besser, wenn die Straßenbahn weiter fährt. Das heißt, es wird eingleisiger Betrieb organisiert in verschiedenen Bauzuständen. Ich werde das nachher in ganz kurz mal darstellen. Und mit entsprechender Sicherungstechnik, um das dann jeweils das neue Gleis zu bauen und dann entsprechend gleismäßig umzuschwenken. Ja, das wäre vielleicht erstmal ganz kurz zu den Bauvorhaben. Die Bauzeit ist avisiert bis Ende 2000, das ist also ein sehr komplexes Vorhaben in dem Bereich, bis Ende 2020, Entschuldigung. Ein sehr komplexes Vorhaben. Ja, wir können mal das nächste Bild bitte. Hier wäre jetzt die erste Bauphase nochmal zu erläutern, das, was also jetzt in unmittelbar anläuft und im Februar denn konkret. Wir werden also bauen in der Schönebecker Straße als erstes diesen Mischwasserkanal, von dem ich gesprochen habe. Dazu ist das Altgleis, das Stadteinwärtegleis zu beräumen. Dazu muss die Fahrleitungsanlage beräumt werden, um Technikeinsatz zu ermöglichen. Wir müssen provisorisch eine Fahrleitungsanlage bauen für das Verkehr, den wir eingleisig über das jetzt hier Bestandsgleis stadtauswärts führen werden, mit entsprechenden Bauweichen am Beginn und am Ende dieses Bereiches. Es wird dann der Kfz-Verkehr nur fahren können in Richtung stadtauswärts, wobei es vorher jetzt noch Bauzustände gibt, da fährt der Verkehr nur stadteinwärts, um das entsprechend diese Fahrleitungsanlage auch einzurichten. Also es gibt da ein paar Zwischenzustände noch. Das ist notwendig, um überhaupt bauen zu können in diesem Verkehrsraum. Wir werden die Baumaßnahme in der Warschauer Straße, wird es eine Vollsperrung geben von der Dodendorfer Straße bis zur Porsestraße mit Querung in diesem Bereich, Querungsmöglichkeiten. Und dann wird es auch zunächst eine halbseitige Sperrung geben in der Warschauer Straße von der Porsestraße bis zur Schönebecker Straße. Das ist also der erste Bauzustand. Hier ist mal ein kurz kleines Bild mit diesem Eikanal, der gebaut wird und der Straßenbahn, die über ein Gleis daneben geführt wird mit dieser provisorischen Fahrleitungsanlage, die errichtet werden muss. Ja, bitte mal das nächste Bild. Es ergeben sich daraus natürlich umfangreiche Umleitungen, die natürlich auch immer mit Erschwernissen der Anwohner verbunden sind. Da kann man gar nicht drum herum reden, das ist ganz klar. Aber es ist also keine andere Möglichkeit,
dazu, um das zu bauen. Warten Sie mal, ich würde es erstmal erläutern. Wir haben denn nachher ausreichend Zeit, das zu erläutern. Der Umleitungsverkehr in der Bauphase 1, die also in dem vorangegangenen Bild hier dargestellt war, wird so sein, dass wir also, wie gesagt, statt auswärts den Kfz-Verkehr hier fahren in dem Bereich und statt einwärts wird hier diese lila Linie über den Schanzenweg Dohndorfer Straße bis zur Erich-Weinert-Straße geführt in diesem Bereich und zusätzlich wird Verkehr, der also durch die Höhenbegrenzung im Bereich hier der Eisenbahnüberführung dann bis zum Flugplatz geführt werden über die Faulmannstraße. Es ist also sehr umfangreiche Maßnahmen notwendig im gesamten Umfeld, um das überhaupt verkehrstechnisch zu organisieren und waren also viele Abstimmungen mit den entsprechenden Behörden notwendig, um hier ein vernünftiges Konzept rauszubringen. Wir wissen, dass es natürlich für alle Verkehrsteilnehmer Erschwernisse geben wird. Das ist einfach nicht anders zu organisieren. Das wird also die erste Bauphase sein. Danach sind weitere Maßnahmen vorgesehen. Es gibt also sehr viele Bauzustände. Ich will also, wie gesagt, hier die wichtigsten darstellen. Wenn was Grünes ist, der Bereich, der fertiggestellt ist, das soll also dann der Abschnitt hier der Warschauer Straße sein und ist diese eine Richtungsfahrbahn oder die eine, der Gleisbereich statt einwärts in der Schönebecker Straße von der Bleckenburgstraße bis zur Warschauer Straße. Da wird die Straßenbahn dann eingleisig über das Neugleis geführt. Wir binden an die anderen Bestandsgleise und bauen also die andere Seite aus. In diesem Zustand ist denn in diesem Abschnitt, das zeigen wir im nächsten Bild, ist nicht möglich, dass der Kfz-Verkehr noch durchgeführt wird. Also müssen in den Abschnitt beide Richtungen umgeleitet werden, weil der Verkehrsraum das einfach nicht zulässt. Das können wir im nächsten Bild mal sehen. Das ist also dann dieser Zustand, wenn hier der Bereich, das zweite Gleis gebaut wird, dann wird also der Kfz-Verkehr umgeleitet, statt auswärts über diese Schönebecker Straße, Freie Straße, Lange Heinrich, Dohndorfer Straße und dann in Richtung Schanzenweg und statt einwärts die Führung dann über die Leipziger Straße. Das sind alles natürlich mit erheblichen Erschwernissen für alle Verkehrsteilnehmer verbunden. Aber das Konzept, was notwendig ist, um überhaupt hier Baufreiheit zu schaffen. Das nächste Bild mal bitte. Jetzt ist also grün dargestellt, das geht also dann schon in Richtung Ende 2019, 2020 beginnen. Der Bereich der Warschauer Straße, Schönebecker Straße. Hier wird also dann der Gleisbereich auch schon in Nutzung gehen, dass die Straßenbahn von Südost kommt, dann über die Warschauer Straße geführt werden, Leipziger Straße, bis Einbindung in die Halberstädter Straße, diese Eckverbindung an der Leipziger Straße von der Raiffeisenstraße, die ist ja nicht realisiert worden, ist also da auch nicht unterzubringen von den Platzverhältnissen. Aber dann wird also der Straßenbahnverkehr so geführt und es wird dann der Bereich in Abschnitten, hier rot dargestellt, der Schönebecker Straße ausgebaut bis Messmer, die Hauptzufahrt, und dann in den ersten Stepp und dann in den zweiten, das letzte Stück bis zur Benediktinerstraße. Ja, in dieser Phase ist denn die Umleitungsführung schon ein bisschen entspannter. Das sind also die nächsten Phasen, wo dann die Umleitung über die Warschauer Straße, Dohndorfer bzw. Freie Straße bis zur Erich-Weinert-Straße geführt wird, beziehungsweise in Gegenrichtung, denn bis über die Leipziger Straße mit einbezogen. Das ist insgesamt dieses Projekt, also ein sehr anspruchsvolles Vorhaben, was hier zu bewältigen ist und im Endeffekt doch natürlich eine Aufwertung des Straßenzuges oder aller Straßenzüge erreicht wird mit diesen Maßnahmen. Ich glaube, wir sind soweit durch. Ja. Gut. Vielen Dank,
Herr Buschmann, erstmal bis dahin. Ich würde mal trotzdem nochmal den Sven Schulz bitten. Uwe Schulz, Entschuldigung. Ach so, das heißt, das ist für den Straßenverkehr, für den Autoverkehr, wenn es um diese, dass Sie schlagen vor, dass wir diese Fragen vorziehen, die sozusagen genau um diese Umleitung beziehen. Ne? Wollen wir das so machen? Wenn es direkt um diese Umleitungsthemen geht, die Herr Buschmann gerade vorgestellt hat, würde ich sagen, dass wir diese Fragen vielleicht schnell mal abarbeiten. Ich komme zu Ihnen. Darf ich mich jetzt? Mein Name ist Weinhold. Ich bin alter Buchauer und ich bin Bauingenieur und seit den 60er Jahren auch im Bauwesen von Magdeburg verankert. Mir sträuben sich die Haare, ehrlich gesagt, wenn ich das hier alles höre. Ich möchte zwei ganz wichtige Fragen stellen. Einmal nach der Sinnhaftigkeit dieser ganzen Baumaßnahmen. In Buchau waren zu DDR-Zeit. Aber einen Augenblick mal. Die Sinnhaftigkeit haben wir ja gerade geklärt. Wenn es jetzt um die Umleitung geht, dann würde ich diese Frage gern zulassen. Ansonsten würde ich vielleicht nochmal diese Linienführung reinnehmen. Wie gesagt, es brennt mir seit anderthalb Jahren auf der Seele. Hier habe ich erstmalig die Möglichkeit, diese Frage loszuwerden. Das können wir doch später immer noch machen. Ich hoffe, dass ich dann noch. Bitte? Lass uns noch fragen. Das ja. Aber die Sinnhaftigkeit haben wir nur schon besprochen. Die würde ich jetzt, ich würde mich lieber. Was ist denn die zweite Frage? Ich habe eine Frage. Zu DDR-Zeiten hatten wir etwa 20.000 Arbeitsplätze in Buchau. Und das Hauptwohngebiet, was geplant war zu DDR-Zeiten, war Neue Neustadt und Olmstedt. Und seitdem gibt es den Hauptgedanken, eine große Querverbindung zu machen über die Raiffeisenstraße und die Wiener Straße. Jetzt haben wir in Buchau ein paar hundert Arbeitsplätze. Neu-Olmenstedt wird zurückgebaut und nun realisiert man diese ganze Sache. Ich verstehe das erstmal nicht. Und die zweite Sache, ich hatte vor anderthalb Jahren erstmalig über die geplante Linienführung in der Zeitung gelesen, habe sofort einen Leserbrief aufgesetzt, den möchte ich noch mal vorlesen. Nee, das machen Sie jetzt nicht. Tut mir leid. Aber diese, ich hatte ja Sie gefragt, wenn Sie eine Frage haben zu dieser Linienführung oder zu diesen Umleitungen, dann bin ich sehr gern dafür, aber nicht über Sinnhaftigkeit dieser Linien. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Uwe Schulz vielleicht noch mal ganz kurz zu der Linienführung geht. Ich komme gerne noch mal auf Sie zurück. Aber ich würde gerne erstmal uns alle auf einen gemeinsamen Stand bringen, um dann vielleicht die Fragen abzuarbeiten. Herr Schulz. Dann gedulden Sie sich. Sie kommen auch noch zu Wort. Wie gesagt, wir werden dann entsprechend, denke ich, im Nachgang da nochmal drauf zurückkommen. Sie werden schon gemerkt haben, dass im Bereich Schönebecker Straße ein paar Ampeln aufgetaucht sind, die eigentlich da nicht hingehören. Die eine ist jetzt neu an der Schönebecker Porsestraße, die andere ist im Bereich Budenbergstraße, die also jetzt schon die ersten Auswirkungen für die Baumaßnahme, die Herr Buschmann eben doch vorgestellt hat, sind, dass momentan Trinkwasseranlage und die Porsestraße sind schon die ersten Auswirkungen für den Eikanal der SWM. Wir haben eigentlich schon vorbereitet, seit 3.12. diesen Jahres im Bereich Buchau, Schönebecker Straße bis Westerhüsen, aber jetzt auch schon mit den Buslinien 52, 54 und dem Nachtaktivnetz der Linie N2, die Sie hier oben direkt betrifft, einige Änderungen vorgenommen, die also als vorbereitende Maßnahmen für die Baumaßnahmen schon gelten. Wie gesagt, wir haben die 2 so ein bisschen angepasst in den Fahrlagen. Das hat was mit dem eingleisigen Abschnitt zu tun, den wir nachher haben. Das sind immerhin mit Vor- und Nachlauf gute 500 Meter. Dann haben wir, wie gesagt, die N2 umgestellt auf Straßenbahn. Das wird auch während der kompletten Baumaßnahme
des BR7 so bleiben, um die Anbindung der Schönebecker Altfermersleben auch weiterhin ohne Probleme lösen zu können. Sie haben ja vorhin schon gesehen, dass es dann Einschränkungen für den Kfz-Verkehr gibt. Und seit 3.12. ebenfalls schon angepasst die Buslinien 52 und 54 in der Linienführung, im Moment noch in Richtung Pursestraße über die Freie Straße, Warschauer Straße. Und hier sehen Sie aber schon die endgültige Linienführung, wenn die Warschauer Straße gesperrt ist, dann wird sie über Erich-Weinert-Straße bis Schönebecker-Straße vorfahren und dann in Richtung Pursestraße fahren. Ich würde mich jetzt ganz gerne nur erstmal auf das konzentrieren, was uns passiert während der Zeiten, wo wir gar keine Straßenbahnen fahren können. Herr Buschmann hat es angekündigt. Es werden für die Errichtung des eingleisigen Abschnittes rund 190 Meter Gleis umverlegt. Dann kommen, ich habe es eben schon erwähnt, 500 Meter Fahrleitung hinzu. Die Signalanlage für den eingleisigen Abschnitt, der ganze Vorgang wird also 4 Tage in Anspruch nehmen, wo wir also wirklich über 4 Tage Vollsperrung reden, davon 2 Werktage, ein Samstag, ein Sonntag. Und im Bereich Schönebeckerstraße im Zusammenhang mit dem Eikanal wird die SWM eine Unbindung vornehmen müssen. Und da reden wir dann über 13 Werktage Vollsperrung, 2,5 Wochen insgesamt, also 2,5 Kalenderwochen. Während dieser Zeit, ich habe es hier schon so ein bisschen auf der ersten Folie vorbereitet, kriegen wir also die Vollsperrung Straßenbahn zwischen Hasselbachplatz und Buchau Wasserwerk. Die Linien 2 und 8 werden entsprechend umgeleitet und wir werden zum einen SEV haben zwischen Buchau Wasserwerk und Hasselbachplatz und als Alternativlinie, als Alternativangebot ebenso noch ein SEV vom Buchau Wasserwerk rüber zur Leipziger Straße, der wird dann bis Reform verkehren und wir hoffen damit dann so halbwegs das Angebot abdecken zu können, was wir im Regelfall brauchen. Auf der Linie 2 wird es auf der Stadtseite die Variante geben, die 2 wird dann bis Wiener Straße verkehren, die 8 übrigens auch, über die Leipziger hoch, durch die Wiener Straße, über Halberstädter Straße zurück und dann mit dem Endziel Alte Neustadt bzw. Neustädter See. Auf der Südosterseite wird die Linie 2 verkehren zwischen Buchau Wasserwerk, also zwischen der Wendeschleife und Westerhüsen. Die 52, ich hatte es eben schon erwähnt, wird dann definitiv um nicht mehr über freie Straße verkehren, sondern wird dann tatsächlich vorfahren über Erich-Weinert-Straße bis zur Schönebecker-Straße und dann in der ersten Phase, solange die Warschauer noch frei ist, über die Warschauer, in der zweiten Phase, wenn die Warschauer gesperrt ist, über den Mühlberg verkehren. Da wird es leichte Anpassungen geben, unten in dem Bordbereich, damit wir die Schleppkurven hinkriegen, aber die Probefahrten haben gezeigt, das funktioniert. Und weiterhin als SEV-Angebot als erstes, das ist jetzt die Linie 41 Schienenersatzverkehr. Das ist die Linie dann zwischen Buchau Wasserwerk und Hasselbachplatz, in der rechten Darstellung mal der komplette Linienverlauf. Hier links mal dargestellt die entscheidenden Umsteigepunkte, die wir haben. Herr Buschmann hatte ja schon gesagt, wir werden daran leiden, dass wir auf der Schönebecker nur stadtauswärts fahren können. Das heißt also, für die Rückrichtung wird die Linie, die SEV-Linie 41 dann über Seibker Straße, Dodendorfer Straße stadteinwärts fahren bis Freie Straße, Erich-Weinert-Straße und dann über Plankstraße und dann in die Sternstraße, in die Ersatzhaltestellen. Wir sind bemüht, auch in den Bereichen, wo es unmöglich ist, die Straßenbahnhaltestellen mitzubedienen, gerade auch da, wo es halbwegs noch barrierefrei ist, um dann also auch die Möglichkeit einzuräumen, den SEV komplikationslos zu nutzen. Ich will jetzt vielleicht mal ganz kurz noch auf diesen Bereich hier unten im Buckau eingehen. Sie sehen hier schon einen ganzen Wust von Haltestellen. Das hängt ganz einfach mit den Linienführungen und den Verknüpfungen der Busse zusammen.
ich habe es jetzt hier unten mal markiert, das ist die jetzige Haltestelle Buker Wasserwerk in Richtung Westerhüsen. Hier drüben ist jetzt ein bisschen weit rechts rübergerutscht, das ist die eigentlich Stadteinwärt hier. Die beiden Haltestellen gibt es im Moment. Das ist die normale Abfahrt, die der 57er im Moment benutzt für die normalen Abfahrt aus der Schleife. Hinzukommen werden eine Innersandbreite, eine reine Abfahrtshaltestelle und die auf der Schönebecker zwischen Ein- und Ausfahrt der Schleife. Wie gesagt, die Haltestellen sind bewusst, die Lagen sind bewusst so gewählt, um die Übergänge zwischen Straßenbahn und Bus so dicht wie möglich hinzukriegen, aber auch um die Busse, weil da fahren so viele Busse, die kriegen wir da auch gar nicht alle hingestellt, sonst steht die halbe Schönebecker Straße voller Busse, eben entsprechend verteilen zu können. Wie gesagt, die 41 ist das eine Angebot. Das zweite Angebot für den Schienenersatzverkehr ist dann die 57E. Die wird dann ebenfalls ab Buker Wasserwerk verkehren, allerdings nicht aus der Schleife. Das ist die Haltestelle, die ich eben schon benannt habe. Das ist die hier unten, also zwischen Ausfahrt und Einfahrtschleife. Die wird auch den Linienweg der Linie 57 fahren, wie der 57er auch, aber eben in Reformenden. Damit wird der Takt der Linie 57 verdichtet von derzeit 20 Minuten auf einen 10-Minuten-Takt. Übrigens die 41 ebenfalls Montag bis Freitag im 10-Minuten-Takt. So, und dann kommt noch die Linie 43. Und die wird ebenfalls Buker Wasserwerk verkehren zur Possestraße. Und hier versuchen wir tatsächlich, oh, jetzt war ich ein bisschen hastig, Entschuldigung. Das wird ein Alternativangebot werden, weil wir werden mit dem Bus dann reinfahren in Richtung Stadtmitte und zwar genau bis dahin, wo wir noch können, nämlich bis zum Teamplatz, die Teamstraße lang hoch. Und dann hinten in Richtung Basedow-Straße und dann die Querung, von der Herr Buschmann vorhin gesprochen hat, rüber zur Possestraße. Sie wissen selber um die Platz... Hä? Nee, jetzt lassen Sie mich bis zum Ende reden. Deswegen habe ich gesagt, es wird ein Alternativangebot werden. Und mit mir Lenkbus geht es definitiv nicht. Das geht nur das erste Mal. Beim zweiten Mal wäre es wahrscheinlich dann schon kein Bus mehr. Nein, diese Strecke wird ein Minibus befahren mit maximal 24 bis 26 Plätzen. Und der wird auch, es ist nur ein Alternativangebot für Leute, die tatsächlich vom Buker Wasserwerk in die Richtung müssen, um hier die Anbindung zu schaffen in Richtung Teamplatz. Und wie gesagt, der Bus wird auch im Tagesverkehr alle halbe Stunde verkehren. Es ist ein Alternativangebot. Weil jeder, der ansonsten, sage ich mal, von Buker kommt und in die von Westerhüsen in Richtung Buker fährt und da unten ein Ziel hat, ansonsten das Stück nur fußläufig zurücklegen könnte. Ne? Und wir haben Mobilitätseingeschränkte haben, für die das einfach zu weit ist. Oder sie müssten tatsächlich einmal mit der 41 den kompletten Kreis fahren bis Hasselbachplatz und zurück. Aber ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Dafür dieses Alternativangebot. Dieses Verkehrskonzept wird immer dann auftreten, wenn wir gar nicht mit der Straßenbahn fahren können. Ich habe es eben schon gesagt, in der ersten Phase jetzt, wenn wir den Eingleisigen oder wenn der Eingleisigabschnitt errichtet wird und in der zweiten Phase, wenn der Anschluss Mischwasserkanal realisiert wird und, Herr Buschmann hat es ja vorhin schon gesagt, irgendwann werden die Gleise getauscht, also wo wir dann auf dem neuen Gleis fahren, auch da wird es nochmal zu einer Vollsperrung kommen müssen. Und immer in diesen Phasen trifft dieses Verkehrskonzept zu. Schönen Dank. So, jetzt kommen wir zu den Fragerunden. Wahrscheinlich interessiert es noch mehr von Ihnen die Sinnhaftigkeit dieses gesamten Projektes. Ne? Das ist die Frage, die Sie eigentlich gestellt haben, im Allgemeinen. Wie sinnvoll ist das oder wie unsinnig ist das eigentlich? Vielleicht kann Frau Münster-Rendel dazu doch mal ganz allgemein das erzählen. Sie können Ihre Frage gern stellen, aber ich wollte Sie eigentlich davon abbringen, den Leserbrief vollständig vorzulesen. Das sind nur drei Zeilen.
Können Sie nicht einfach eine Frage stellen? Dann werde ich so sagen, ich werde es also so formulieren. Vor anderthalb Jahren war in der Volksstimme ein Schreiben, so werden die Bahnen 2020 fahren. Und da habe ich mir diese Trassen angesehen und habe festgestellt, dass ich jetzt in 12 Minuten von Buckau, also Warschauer Straße, bis zum Altenmarkt genau 12 Minuten brauche. Und jetzt, wenn man Millionen investiert hat und mehrere Jahre Bauzeit hat, benötige ich, wenn ich direkt fahren will, etwa 40 Minuten. Und das verstehe ich nicht. Ich muss ja, kann ja nicht mehr direkt fahren, sondern ich werde über die Raiffeisenstraße, Wiener Straße, Südring, Nordring, Harsdorfer Straße, Olmstädter Platz, Hauptbahnhof wieder zurückfahren. Und das gibt es nun für alte Buckauer noch eine Direktverbindung. Das selbstverständlich gibt es die. Ja, das ist das Problem. Deshalb sind wir heute hier. Selbstverständlich gibt es die. Dann fangen wir mal damit an. Das, was heute die 2 kann, zwischen Westerhüsen und Innenstadt, das kann später die 8. Und die fährt ganz einfach so wie heute die 2 hier quasi in Westerhüsen los und fährt hier entlang Alt-Westerhüsen, Alt-Salbke, Alt-Fermersleben, Schönebecker Straße, ganz einfach hier entlang. Und wenn Sie in Buckau Wasserwerk einsteigen und in die Innenstadt wollen, dann können Sie das auch zukünftig tun. Sie werden dann, wenn Sie zum Alten Markt wollen, dann an der Haltestelle Goldschmiedebrücke aussteigen, weil die 8 dann zukünftig in Richtung Kannenstieg fährt und hier diesen Ast bedient. Also in die Innenstadt kommen Sie in genau der gleichen Zeit wie bisher. Nein, an der Haltestelle Goldschmiedebrücke können Sie umsteigen oder eben die 100 Meter bis zum Alten Markt gehen. Also die Innenstadt, also wir gemeinsam auch mit der Landeshauptstadt Magdeburg, für uns ist immer die oberste Prämisse, dass wir von allen Ästen dieses zukünftigen Zielnetzes es möglich ist, die Innenstadt als auch den Hauptbahnhof zu erreichen. Und das ist der Hintergrund dieses Netzaufbaus und insofern, also wenn das eingetreten wäre, was Sie sagen, dann hieße das ja, dass wir alle Bürger, die zwischen Warschauer Straße und Hasselbachplatz die Haltestellen nutzen, ohne Straßenbahnanbindung lassen würden. Und das tun wir natürlich nicht. Das ist eine wichtige Achse, die wir... Ja, das kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ist auch egal. Also im 10-Minuten-Takt wird das bedient. Und dann gehe ich jetzt nochmal aber wirklich nur ganz kurz auf die Sinnhaftigkeit ein, weil meiner Erinnerung nach treffen wir uns heute hier das 4. Mal zu diesem Bauabschnitt und mindestens 8 weitere Bürgerversammlungen haben wir schon durchgeführt zur 2. Nord-Süd-Verbindung, wo wir auch immer diese Sinnhaftigkeit erläutern. Und ich wiederhole mich da ungern und ich tue das jetzt auch nur noch einmal. Das kündige ich gleich an, damit wir eben auch Zeit für andere Fragen haben. Wir gucken grundsätzlich nicht in die Vergangenheit, sondern die Berechnungen, die für die 2. Nord-Süd-Verbindung gelaufen sind, beziehen sich ausschließlich auf die Zukunft. Und die Zukunft, hatte ich vorhin gesagt, ist für uns zunächst erstmal planerisch in den Berechnungen das Jahr 2025. Und für dieses Jahr werden alle Kenntnisse, die man heute schon erlangen kann, an Raumstruktur, also sprich künftige Stadt- und Verkehrsentwicklungen, an soziodemografischen Werten sowie Einwohnerzahl, wo finden sich Schulstandorte, Ausbildungsstandorte, wo sind Unternehmen angesiedelt, all diese Zahlen werden zugrunde gelegt und auf der Basis dieser Rahmendaten wird die Sinnhaftigkeit überprüft. Und nur wenn diese nachgewiesen werden kann, darf das Projekt auch umgesetzt werden. Also Sie dürfen sich darauf verlassen, dass es Büros gibt in Deutschland, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums uns diesbezüglich überprüft haben. Und wenn wir das nicht nachweisen könnten, gäbe es dieses Projekt nicht. Dann wäre das Projekt tot. Das muss ich ganz klar sagen. Also wir beharren hier nicht auf der Umsetzung von Dingen von Anno Dunemals, sondern das ist wirklich in die Zukunft gerichtet. Und ja, man muss es ja manchmal sagen, manchmal dürfen wir eben auch nicht nur an uns denken. Ich weiß, dass es für diejenigen, die jetzt hier wohnen, werden die nächsten 20 Monate echt hart. Ganz kleiner Moment, ich bin gleich soweit. Aber wir denken eben auch an die Zukunft und an die nachfolgenden Generationen
Und vorhin habe ich da auch schon eine nachfolgende Generation hier gesehen, sind auch schon die ersten, jüngsten Buchauer hier mit heute zu Gast und da werden es dann eben viel bessere Verbindungen sein. Ich stehe hinter Ihnen. Und zwar, ich hatte zum Tunnel, als die 30 Millionen noch angekündigt waren, an den Landesrechnungshof geschrieben und hatte diese... Aber das ist ja auch nicht unser Thema. Aber und mit den gleichen Argumenten ist das abgeschmettert worden und jetzt sind wir bei 140 Millionen. Die Ergebnisse der ersten Halbzeit für Handball sind übrigens verfügbar 16 zu 12, das wissen wir schon. Sie verpassen ja nichts, wie Sie sehen. So, nächste Frage. Ja, Böhme, mein Name. Zwei Fragen. Einmal, wenn die Warschauer Straße von der Dodendorfer angesperrt ist, kommen die Fußgänger da weiter zum Buckauer Bahnhof? Oder? Ja, gut. Und dann ist eine Ampelregelung an der Umleitungsstrecke Freie Straße, Weinhardtstraße geplant, weil da kommen ja auch andere Leute noch an und zurzeit staut es sich jetzt schon wieder zurück, weil seitdem die Freie Straße wieder frei ist. Bis zur Erich-Weinhardt-Straße ist morgens Stau die ganze Dodendorfer Straße hoch. Also es wird sicherlich nicht besser werden. Draufdrücken. Ja, also ich hatte erläutert, dass es im Endzustand erstmal neue Lichtsignalanlagen gibt in der Schönebecker Straße, an der Benediktinerstraße, Schönebecker Straße, eine Lichtsignalanlage, die in der Warschauer Straße und in der Bunbergstraße. Und dann wird zusätzlich die Fußgängerampel in Höhe Puppentheater und dann die in der Lichtsignalanlage in Dohndorfer. Sie reden jetzt von der Querung Porsestraße. Nee, ich rede jetzt. Vielleicht können wir. Meine Frage ist einfach: Sie haben vorhin ausgeführt, dass es eine Umleitungsstrecke über die Dohndorfer Straße. Freie Straße bis zur Weinhardtstraße gibt. Ja. An der Einmündung Weinhardtstraße, Freie Straße, staute sich heute schon unendlich bis zum Kreisverkehr in der Dodendorfer Straße, Bierer Weg zurück. Ich weiß nicht, wie das, wenn die gesamte Schönebecker Straße umgeleitet werden soll, darüber, wie das funktionieren soll. Weil ja da vorne eine Hauptstraße ist, wo die Leute vom Magdeburger Ring Richtung den Ministerien fahren, weil sie auch nicht durch die Innenstadt kommen. Sicher wird die Baumaßnahme noch überlastet oder überlagert von der Sperrung der Reuterallee, von der Tunnelbaustelle. Das ist ganz klar, da sind ja zusätzliche Verkehre. An der Weinhardtstraße, Freie Straße, wird es keine Lichtsignalanlage geben. Da wird der Verkehr so geführt, wie er gegenwärtig ist, um also ein Maximum an Leistungsfähigkeit dort zu erreichen. Das ist also die Lösung. In anderen Bereichen wird es natürlich Rückstau geben und Behinderung geben, das ist also absolut auch nicht zu vermeiden. Es wird sicherlich sich immer nach einiger Zeit eine Lage einstellen, wo viele Verkehrsteilnehmer versuchen, andere Wege dann anzunehmen. Was von Schönebeck als Beispiel reinkommt, dass dann doch stärker über die A14 gefahren wird. Also da gibt es sicherlich immer andere Varianten noch, aber es wird nicht abgehen ohne Stau, ohne Behinderung. Das muss man also deutlich sagen, das ist also nicht zu meistern. Die Ecke Freie Straße wird meiner Meinung nach jetzt auch schon nur recht raus. Ja, genau, das ist genau, ist seit, also eine Woche nach dem 3.12., ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, ist die, ja, wäre denn der 10., ich habe hier, gehen Sie mal davon aus, also es gibt noch leichte Anpassungen auch an die LSA, also einen Teil davon haben wir schon umgesetzt. Sie sehen, der Bus biegt links ab aus dem Gleis heraus. Sie müssen. Aufgrund dessen, dass der Bus da abbiegt, ist ja die Schönebeckerstraße länger grün, damit der auch rumkommt. Ja, das ist nicht ganz. Ja, es ist nur das ist nur geringfügig so. Der Bus fährt im Moment mit der Anmeldung der Straßenbahn mit. Also das hat mit dem Abbiegen in die Erich-Weinhardt-Straße nichts zu tun. Aber gehen Sie mal davon aus, die MLSA ist ja verkehrsbeeinflusst. Und in dem Zustand, den Herr Buschmann vorhin beschrieben hat, also wenn die Schönebecker nur noch stadtauswärts frei ist, dann kommt aus Richtung Warschauer Straße eigentlich nur noch Anliegerverkehr. Wer anders kann nicht mehr durch.
Das ist ja genau der Grund auch, warum wir die Linienführung der Busse jetzt bereits schon so gewählt haben. Das sollte zumindest an dem Knoten, wenn eine Richtung fehlt, so einen kleinen Tuck Entspannung geben. Alle 10 Minuten kommt die Straßenbahn zwischen. Aber ansonsten, wie gesagt, fehlt eine Richtung komplett. Das sollte so ein bisschen entspannen. Ich weiß nicht, ob Sie sich, also man hat sich bewusst gegen diese Regelung an der Erich-Weinert-Freie-Straße entschieden, weil wenn Sie sich an die Situation erinnern, wo die Stadt die Border hat umbauen lassen unterhalb der Bahnhofsbrücken, da hatten wir genau die Regelung, die Sie jetzt ansprechen mit der LSA, die dazu geführt hat, dass es sich permanent bis auf den Knoten Amo-Stolmerlee zurückgestaut hat. Und das wollte man hier lediglich verhindern. Vielen Dank, Herr Schulz. Vorne am Podium haben wir Platz genommen, Herr Kersten, für den Einkauf zuständig bei der MVB und Herr Matau für den konkreten Bauabschnitt. Sie koordinieren sozusagen die Baumaßnahmen, ne? Die Projektsteuerer, genau. Also wenn es dazu Fragen gibt, immer gern. Ich sammle. Ich sehe Ihre Handzeichen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 6. Ja, ganz kurze Frage noch zum Zeitplan. Es geht ja jetzt um den Bauabschnitt von der Dodendorfer Straße zur Schönebecker Straße, da wurde das Jahr 2020 genannt. Was ist mit der Raiffeisenstraße? Schließt die sich dann an oder wie läuft das? Die Raiffeisenstraße wird vorher, also die wird im Prinzip nach den Planungen im Grunde so in diesem Jahr soll die realisiert werden, von der Leipziger bis zur Dodendorfer Straße. Und es soll gleichzeitig dann auch begonnen werden in der Warschauer Straße und die, was erläutert wurde, in der Schönebecker Straße. Um also überhaupt da auch das konzentriert zu bauen. So, wir sind jetzt hier hinterm. Schon fertig? Achso. Okay. Und wie sicher ist das, Frau Münster-Rendl, dass das eingehalten wird? Ja. Wir gehen mal davon aus. Also ich gehe mal davon aus, dass wir haben jetzt im Bereich der Kreuzung, zum Beispiel Raiffeisenstraße, Leipziger Straße, hatten wir einen kleinen Bauvorzug drin, aber weitestgehend haben wir die Termine eingehalten. Also die Kreuzung Südring ist nicht das Musterbeispiel, aber die Kreuzung Raiffeisenstraße, Leipziger Straße dürfen wir da durchaus als gutes Beispiel nennen. Und sofern keine unvorhergesehenen Dinge auftreten, dazu zählen eben, dass Leitungsbestände sich nicht im Boden so wiederfinden, wie es uns seitens der SWM angezeigt wird, wo die dann am Ende auch nicht viel dafür können, weil das teilweise Leitungsbestände sind, die 100 Jahre alt sind. Oder eben, es kommt jetzt plötzlich ein Wintereinbruch, dann wird sich sowas natürlich verzögern. Aber davon gehen wir aus heutiger Sicht erstmal nicht grundsätzlich aus. Es sind Winter auch berücksichtigt, aber eben wenn wir 3 Monate Frost bei minus 20 Grad und 1 Meter Schnee haben, dann wird es natürlich Auswirkungen haben, aber davon gehe ich eben heute nicht aus. Was tatsächlich immer so ein überraschender oder ein einschränkender Moment ist, und ich sage ja immer so ein bisschen sarkastisch, wenn wir nur Straßenbahngleise bauen würden, dann würde es nicht lange dauern. Aber das Wenigste, was wir bauen, sind Straßenbahngleise. Ich sage es wirklich nochmal, das Wenigste, was wir bauen, sind Straßenbahngleise. Wir bauen, Sie haben es ja gehört, Mischwasserkanäle, Trinkwasserkanäle, Gasleitungen, 110 KV-Leitungen, Fußwege, Radwege, Straßen, wir bauen alles. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, die sich eben in solchen Knoten ergibt. Das reine Auswechseln von Straßenbahngleisen ist unser Haus- und Hofgeschäft, das wäre einfacher. Und das ist das Problem, was eben auf die Zeitkette auch Auswirkungen haben kann. Bitteschön. Also meine Frage ist, ob Sie vielleicht Ihre Umleitung nochmal überdenken können. Also, dass das für eine MVB sinnvoll sein mag, mag so sein. Die Umleitungen sind aus Sicht eines Menschen, der hier wohnt, völlig unsinnig, abstrus geradezu. Ich will Ihnen noch sagen, warum. Also ich muss meine Kinder morgens zur Schule bringen, nur an dem Beispiel, ins Norbertus-Gymnasium. Ich muss einmal quer durch die Stadt und dann muss ich zur Arbeit. Wenn ich also jetzt quasi stadtauswärts diesen riesen Bogen fahre, dann stehe ich eine Stunde eher auf, damit ich meine Kinder dahin kriege, da ihre Straßenbahnführung und ihre Busführung quasi es faktisch nicht mehr zulassen, drei jüngere Kinder irgendwie in die Richtung zu bewegen. Dafür den Durchgangsverkehr durchzuführen,
erschließt sich mir überhaupt nicht. Wenn ich Nachmittag die Kinder von der Schule und von der Arbeit komme und da den Bogen nach Hause fahre, dann nervt mich das auch. Aber es nervt mich vermutlich, 2 Stunden oder 1 Stunde früher aufzustehen, deutlich mehr. Das ist die eine Frage. Zweitens, Sie haben davon gesprochen, dass die Schönebecker aufgewertet wird. Können Sie mir erklären, woran Sie das erkennen? Das sieht ja anschließend genauso aus, denn dieser Grünstreifen fehlt ja dann in der Mitte. Das wird nach wie vor dieses Gleisbett in der Straße geben. Und der einzige Vorteil ist dann die Fortführung des Radweges. Ich kann da die Aufwertung der Schönebecker noch nicht erkennen und ich kann das auch nicht in diesem Straßenbaukonzept unterbringen, was hier, glaube ich, vor 1,5 Jahren vorgestellt worden ist, bei der die Schönebecker umgebaut werden sollte und das Gleis tatsächlich in so ein Bett verlegt werden sollte. Ja, das sind die 2 Fragen. Also in diesem Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, ist mir keine Planung bekannt. Jetzt gucke ich mal in Richtung, wir haben hier auch einen Vertreter vom Stadtplanungsamt, die eine Straßenbahnführung auf dem Rasengleis in Straßenmitte vorsieht. Ich sehe sie jetzt nicht. Wo sie, da, ja. Das tut mir leid. Ja. Also wir versuchen immer mit den Bürgerversammlungen auch vor Ort zu gehen, damit sie nicht in die Innenstadt kommen müssen. Unser Raum ist im Übrigen ähnlich gestaltet. Da haben wir auch Säulen und heute bot sich das hier an. Aber wir kriegen das hin. erstmal zum Hintergrund, das ist mir jetzt nicht bekannt. Also in dem Bereich bis Budenbergstraße. Insgesamt ist die Schönebeckerstraße auch schwierig. Wir haben ja auch zum Glück noch eine geschlossene Bebauung. Da kann man ja nicht unendlich breit werden, was die Straßenbreite betrifft. Aber die Verbesserungen haben Sie genau beide benannt. Also wir haben barrierefreie Haltestellen und einen besseren Radverkehr und natürlich eine neue Anlage. Das muss man an dieser Stelle sehen. Das sind genau die Dinge, die Sie benannt haben. Die Straße wird nicht breiter. Es stehen links und rechts Häuser. Wo soll sie hin? Also das ist ja der Kompromiss, den wir an dieser Stelle machen mussten. Wir würden uns immer wünschen, im besonderen Bahnkörper in der Mitte der Straße zu fahren. Da müssten wir aber den Autoverkehr vollständig rausnehmen. Und das wird nicht genehmigt. Zu den Umleitungen, die sind ja mit der Landeshauptstadt abgestimmt. Möchte da noch jemand... Ich hatte jetzt verstanden, Ihre Kinder fahren nicht allein zur Schule. Also es hilft Ihnen jetzt nichts, wenn wir Ihnen die Straßenbahnverbindung nochmal nennen, sondern Sie möchten gern, also es geht um die Autoumleitung. Dass man mit der Straßenbahn da hinkommt, mit 3-mal umsteigen, ist mir schon klar. Also das habe ich durchaus nachvollziehen können und hier habe ich, glaube ich, auch Ihre Ressourcen. Aber Sie fahren Ihre Kinder mit dem Auto dahin? Es geht Ihnen jetzt um die, jetzt komme ich mal ein bisschen um die Ecke, damit ich Sie sehen kann. Ich habe eben schon mir den Hals verrenkt. Ihnen geht es jetzt dabei um die Geschichte, wenn die Straßenbahn nicht fahren kann aufgrund der Vollsperrung. Nee, mir geht es darum, ich würde statt dieses Durchgangsverkehrs, der Stadt auswärts führt, würde ich den Verkehr in die Stadt führen. Ich würde die Sache einfach nur umdrehen. Diese Schwierigkeiten da sind. Ich meine das einfach, das ist eine Geschichte, wenn man morgen zur Arbeit will, dann will man ja in die Stadt rein. Das ist ja das Problem. Alle Leute, die raus wollen aus der Stadt zur Arbeit, also ich muss nach Zerbst zum Arbeiten fahren. Brücken bauen sie schlecht und ich muss vorher an der Schule da Norbertus-Gymnasium vorbei. Ich schilder hier einfach mein Problem. Und dazu muss ich einmal durch die Stadt, weil es eben auch die Diskussion um eine weitere Brücke hilft ja auch nicht. Also insofern halte ich es für sinnvoller, wenn man früh zur Arbeit fährt oder ins Zentrum will, wo eine Menge Arbeitsplätze sind, dass man diese Straße, diese Umleitung so führt, dass man statt einwärts fährt an der Straßenbahn und statt auswärts den Bogen fährt. Also ich will einfach nur diese Umleitungsführung, die Richtung ändern. Dass man so fahren muss, ist mir schon klar. Ich halte das nur für unsinnig, die Verkehrsführung... Okay, jetzt ist es verstanden worden, oder? Ja, wir haben uns nochmal zu der Umleitung führen. Die haben wir uns natürlich ein paar noch nicht ausgedacht und die MVB nicht. Das ist also in vielen Besprechungen mit anderen städtischen Ämtern abgestimmt worden. Nochmal vielleicht, damit wir uns richtig verstehen, die erste Phase, wenn der Kanal gebaut wird, der Mischwasserkanal, von dem ich gesprochen habe, der Schönebecker Straße, der wird gebaut unter dem Stadt. Einwärtigen Gleis oder den Bestand, das muss geräumt werden, da wird der Kanal gebaut. Und da führen wir auf den Stadtauswärtigen Gleis in beiden Richtungen
den Straßenbahnverkehr. Wenn wir massiv wollen, dann nochmal kreuzen auf die andere Richtung, das würde also zusätzliche Konflikte bringen und Kreuzungspunkte mit der Straßenbahn und dem Kfz-Verkehr. Es wird danach, wenn dieses Gleis fertig ist, also wenn der Kanal fertig ist, wird das Gleis gebaut über das neue Gleis über den Kanal. Dann fährt die Straßenbahn auf dieser Seite auch in beiden Richtungen über das eine Gleis und dann wird das andere gebaut. Und in diesem Zustand geht also überhaupt kein Kfz-Verkehr zwischen der Warschauer Straße und der Bundesstraße in der Schönebecker Straße. Es ist einfach vom Platz nicht möglich. Das müssen wir ganz klar sagen. Das habe ich durchaus verstanden. Ich habe auch Ihre Geschichte, nur wenn Ihre Straßenbahn eh kreuzt und Ihre Straßenbahn auf das andere Gleis fährt, was hindert Sie denn daran, zeitgleich mit dem Autoverkehr zu kreuzen? Das behindert sich doch nicht. Die Straßenbahn fährt quasi von dem Stadthaus einwärts Gleis. Fährt die über eine Bauweiche nach links. Wenn davor die Autos auch nach links fahren, können die doch statt auswärts fahren, da kreuzen die sich doch nicht doppelt. Sondern die fahren doch hinter der Straßenbahn, hinter der Weiche genauso. Wenn sie eine Umleitung machen und einen Bogen fahren, fahren sie doch auch so. Ja, es ist so, dass sie an dem Punkt, da haben sie also eine Steuerung der Straßenbahn, das kommt von den zwei Gleisen auf das eine Gleis. Habe ich verstanden. Die Strecke, dann ist eine Fußgängerquerung, wird an den Stellen mit geschaltet. Und dann wird im Prinzip der Kfz-Verkehr statt auswärts in der ersten Phase, in der zweiten Phase, ist also gar kein Kfz-Verkehr mehr möglich. Der fährt parallel zum Gleis und hat nicht nochmal einen Konflikt an den Stellen zusätzlich, wo wir diese Straßenbahn signalisieren. Aber Sie fahren doch mit der Straßenbahn eh wieder rüber, dann können Sie die Autos auch wieder rüber fahren lassen. Ich verstehe Ihre Intention. Wir würden, also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir in der Phase, die Herr Buschmann jetzt beschrieben hat, also der Eikanal wird gebaut, wir fahren auf dem stadtauswärtigen Gleis, der stadtauswärtige Kfz-Verkehr sich ja immer, wenn wir jetzt mal Richtung Westerhüsen gucken, immer auf der rechten Seite befinden. Das heißt, es gibt keine zusätzlichen Kreuzungsbereich zwischen Straßenbahn und Individualverkehr. Nun muss man noch dazu sagen, die Signalanlage für den eingleisigen Abschnitt, das mag jetzt ein bisschen korinthenkackerisch klingen, aber es ist tatsächlich so, ist keine Ampel, das ist eine Fahrsignalanlage, sie unterliegt, weil Schienenfahrzeuge sind etwas anderen Richtlinien, Sicherheitsrichtlinien, das heißt, da sind auch noch bestimmte Schaltzeiten, Sicherheitszeiten zu berücksichtigen. Das würde bedeuten, Sie hätten, wenn wir so machen, wie Sie sagen, Sie kommen von Westerhüsen, Sie würden dann an der Stelle oben an der Budenbergstraße, Bleckenburgstraße, den Gleisbereich queren müssen und dasselbe, damit Sie unten wieder auf die richtige Fahrbahn kommen, am Bereich Warschauer das zweite Mal. Die Schaltzeiten, ich habe vorhin gerade gesagt, das sind 500 Meter. Wir werden den überwiegenden Teil dieser 500 Meter mit 10 km/h befahren. Das sind bei 500 Meter, Pi mal Daumen, ungefähr 3 Minuten. Hier Richtung. Beim 10-Minuten-Takt sind das 6 Minuten. Das heißt, die Zeiten, die tatsächlich für Sie, für den Pkw-Verkehr da unten, zwischen mit den Schaltzeiten, werden so gering, dass Sie dann da oben auch nur stehen und nicht stadteinwärts kommen. Daher die Lösung, die hier abgesprochen war. Das heißt, der stadtauswärtige Verkehr rollt. Die Schaltzeiten werden größer, weil wir uns die Querung über die Gleise sparen. Und dadurch wird die Durchlassfähigkeit auch der Straße höher. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Weil wir eben in bestimmten Zeiten, Sie haben schon recht, eventuell auch Sie als Pkw-Fahrer der Straßenbahn entgegenkommen, aber Sie müssen tatsächlich die Gleise nicht kreuzen. Sie bleiben immer auf der Seite, wo Sie sind. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Okay. Kann ich an der Gutenbergstraße nicht rechts abbiegen und durch die Benediktiner rausfahren, wenn ich die zur Einbahnstraße mache? Dann hätte ich einen Auswärtsverkehr und einen Einwärtsverkehr und ich könnte doch die Straßen da zur Einbahnstraße machen. Also das würde bedeuten, dass der offizielle Verkehr durch die Wohnbereiche geführt wird und das wird von der Stadt nach Hagenbrunn auch berechtigt abgelehnt, dass wir den Verkehr durch die Benediktinerstraße führen oder aber die Teamstraße halten Sie nicht für eine Wohnstraße. Also da ist ja keine Führung vorgesehen durch die Teamstraße. Das kannst du ja nochmal erklären. Da ist keine Führung. Die Führung orientiert sich an den Hauptstraßen. So, wenn es dass Schleichverkehr möglich ist, das können Sie nicht ausschließen, aber orientiert sich offiziell an den Straßen. Bitte schön. Also, Müller, mein Name, ich wohne hier auch schon über 30 Jahre, fast 40 Jahre.
So, ich kenne das Gebiet hier und man hat hier wunderschöne Straßen gemacht, Parkplätze eingelegt. Aber wenn ich das sehe, die verschiedensten Sperrungen, die hier stattfinden, die Autofahrer, Stadteinwärts, wie er schon sagte, die fahren hier durch das Wohngebiet durch. So sind sie. Die Leute sind einfach faul, die fahren nicht den großen Umweg. Schön, wie sie sich gedacht haben, aber sie haben so nicht kommen, die fahren hier durch. Und hier ist ein absoluter Chaos. Auch als Fahrradfahrer. Hier sind viele Fahrradfahrer, mit Kindern, ganz viele. Wir bauen ja Gott sei Dank jetzt hier nicht das erste Mal so eine intensiven Geschichten. Ich gebe Ihnen recht, dass in den ersten Tagen zumindest die es kennen, versuchen werden, bestimmte Schleichwege zu fahren. Das können sie auch nicht verhindern. Im Regelfall sagt unsere Erfahrung, dass bei derartigen Maßnahmen so circa eine Woche ins Land geht, bis sich die ganze Sache regelt und jeder für sich dann festlegt, wie sein Weg am günstigsten funktioniert. Herr Buschmann hat es ja eben schon erwähnt, ich war bei diesen einzelnen Absprachen, was die Verkehrsführung angeht, jetzt nicht in jedem Fall mit bei, aber durch Wohngebiete werden im Regelfall keine Umleitungen ausgeschildert, also zumindest nicht durch solche Wohngebiete wie Thiemstraße, Bleckenburgstraße etc. pp. Das Einzige, was wir tatsächlich machen, das ist das, was Sie vorhin schon gefragt haben, ist, um dieses Alternativangebot für Mobilitätseingeschränkte anbieten zu können, ist, wir fahren tatsächlich während der Zeiten der Vollsperrung mit einem Minibus, der im Regelfall die Größe von einem Sprinter hat, deswegen hat der auch plus 24, maximal 26 Sitzplätze, fahren wir da durch und sind uns da schon bewusst, dass es unter Umständen noch mal eng werden kann an der Stelle. Mehr geht da nicht. Und ich sage eben, im Regelfall, das sagen unsere Erfahrungen, regelt sich das innerhalb einer Woche. Das ist einfach so. Okay, vielen Dank. Wir sind jetzt wieder hinter dem Pfeiler für Sie vorne. Ich stehe einfach auf und gehe noch einen Schritt nach links. Sind wir an dem Platz? Ja, dann kann man sehen, zwar nicht mehr den Tag. Ja, auch mein Name. Ich habe jetzt ein paar Fragen schon gesammelt und versuche, die mal in Kürze abzuarbeiten. Es ist ein Strafzeitprogramm. Da ist meine Frage, wird Nachtarbeit auch dann angestrebt, im Zweifel, um bestimmte Sachen fertig zu machen? Also ich habe von den anderen Baustellen noch nichts mitgekriegt. Daher war die Frage, passiert ja. Es gibt eine Unterführung unter der Regionalbahn am Bahnhof Buckau. Wenn man jetzt guckt, denkt man immer, da passt keine Straßenbahn drunter. Wie wird das, wird sozusagen der S-Bahn-Verkehr, Regionalbahnverkehr, ICE, Intercity hält da ja auch, bleibt das bestehen? Fragezeichen, oder gibt es dort dann auch Ausfallzeiten? Ist auch ganz spannend, da mal hinzulaufen, um einfach mal nach Hohensee zur Arbeit zu kommen. Aktuell ist ja schon teilweise Sperrung im Bereich Budenbergstraße und Schönebecker Straße, wo die Einfahrten in die Seitenstraßen gehen, aber die Ausfahrten nicht mehr. Bleibt das dann quasi so bestehen und bis dahin geht dann die Baustelle oder die Sperrung für die Schönebecker Straße bis vorne zur Kreuzung oder zieht sich dann quasi bis hinter die abmündenden Straßen? Einfach nur fragen, wo findet man sonst, also man muss das ja planen, um sich im Zweifel irgendwo schon mal einen Unterstellplatz fürs Auto zu suchen für die anderthalb Jahre, wo man nicht nach Hause fahren kann. Also quasi, wir hoffen, Sie kommen nach Hause. Drei wesentliche Fragen. Nachtarbeit, gibt es eine Beeinträchtigung des Eisenbahnverkehrs im Bereich Buckau und Verkehrsführung im Bereich Budenbergstraße, Schönebeckerstraße ein? So, das waren jetzt so, dass wir uns verständigen, dass wir es richtig verstanden haben. Ich fange mal mit der Mitte an. Die Eisenbahnüberführung Warschauer Straße fassen wir im Prinzip nur ganz geringfügig an. In dem Fall, dass wir da Schutzeinrichtungen für die Befestigung unserer Oberleitung anbringen und ansonsten bleibt diese Brücke von uns unberührt und der Zugverkehr kann ohne Einschränkungen stattfinden. Was allerdings die Bahn in dieser Zeit an Baumaßnahmen plant, das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht sagen, da übernehme ich auch keine Haftung für. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir fassen die Brücke weitestgehend so an, dass der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt ist. Und für die anderen Sachen gebe ich jetzt mal nach rechts. Also im Normalfall wird keine Arbeiten nachts durchgeführt. Aber wir haben Zustände, wo wir in ganz kurzer Zeit den Verkehr unterbrechen und dann natürlich auch rund um die Uhr arbeiten werden. Das trifft zum Beispiel jetzt auf die erste Phase zu, wo wir die Bauweichen einbauen werden. Das wird also eine Sperrung, verlängertes Wochenende sein, vom Donnerstag bis zum Sonntag.
in dem Bereich, wo wir dann Schienenersatzverkehr fahren müssen. Und da wird rund um die Uhr gearbeitet, wo die Bauweichen, von denen ich sprach, eine vor Messmer und eine an der Budenbergstraße eingebaut wird. Und da gibt es noch eine provisorische Gleisverbindung, weil wir von Messmer kommt, erstmal auf den stadteinwärtigen Gleis fahren müssen, ein Stück. Im Bereich der Warschauer Straße verschwenken wir auf das Bestandsgleis stadtauswärts. Aus dem Grunde, weil dann nachher vor dem Mühlberg der Kanal Platz gemacht wird. Herr Büschmann, lassen Sie eine kurze Nachfrage zu diesem Punkt? Ja, natürlich. Dann nur ganz kurz, werden die Anwohner darüber eine Woche vorher per Zettel oder so? Die Anwohner werden informiert. Der Bauleiter, Herr Heyer, ist auch anwesend. Der macht das also an den anderen Bauvorhaben schon genau so, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass die Anwohner rechtzeitig informiert werden und auch Dinge mit ihnen besprochen werden. Ist noch was offen, okay. Warte mal, ich komme jetzt zu Ihnen, ich weiß. Eine Frage noch nicht beantwortet. Was war? Die dritte Frage fehlt noch, ne? Also die Budenbergstraße wird, wenn es ausgebaut wird, natürlich mit einer Lichtsignalanlage angebunden an die Schönebecker. Aber es gibt einen Bauzustand, wo wir gerade in der ersten Phase, wo wir die Budenbergstraße abhängen müssen oder wo nur rechts ausbiegen in die Schönebeckerstraße möglich ist. Okay, so. Also ich versuche die Reihenfolge einzuhalten. Ich versuche mir das alles so zu merken, ne? Aber jetzt sind Sie erstmal dran. Ja, mein Name ist Florian Eschefeld. Ich bin Inhaber der Buckauer Apotheke und habe da noch mal ein paar Fragen. Bin ja auch direkt dann betroffen. Das Erste ist, wie sehen die Haltestellen jetzt aus, speziell Budenberg oder auch Benediktinerstraße? Also wie werden die gebaut? Gibt es eine Haltestelleninsel oder, ja? Das wurde ja noch, konnte man im Film jetzt nicht sehen. In den anderen Straßen haben wir es ja schon ein bisschen gesehen. Dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, Sie wollen ja jetzt einspurig machen mit dem Straßenbahn jetzt. Ist dann 20 Monate dann einspurig jetzt die Schönebecker Straße? Weil ich sag mal, wenn bis 2020 ist ja noch ein bisschen hin, bis es fertig ist. Und wenn jetzt schon die Gleise rausgerissen werden aus der Schönebecker, dann ist ja wahrscheinlich auch der Rest bis dahin das so. Oder wie stellen Sie sich das dann vor? Dann, wenn jetzt auch einspurig ist, die Straßenbahn in der Schönebecker Straße, wo sind dann die Haltestellen für die, jetzt ist ja an der Bunnenberg eine Haltestelle, dann weiter vorne an der Warschauer ist ja eine Haltestelle. Wie sieht das aus? Wo können die Leute ein- und aussteigen? Dann, wenn die Vollsperrung jetzt von der Warschauer bis zur Bunnenberg, wenn das angeschlossen wird, das Gleis, ist sicherlich noch ein bisschen hin, aber wie lange ist das überhaupt? Was planen Sie da für die Vollsperrung? Ja, und der Engpass jetzt, ist der, kann man da reinfahren? Wird der offen bleiben oder wird der auch irgendwann zugemacht? Also 5 Fragen. Konnten Sie sich das merken? Ich habe den Zettel sonst. Ich schreibe kräftig mit. Ich habe jetzt 4 wesentliche Sachen. Wie sind die Haltestellen zukünftig gestaltet? Wie lange dauert die Eingleisigkeit? Welche Haltestellen gibt es während der Eingleisigkeit? Gehört dazu? Wenn dann die Vollsperrungen sind, wie lange sind die jeweils und ist der Engpass jederzeit zu erreichen? Damit fange ich jetzt wieder mal an. Der Engpass ist von der Baumaßnahme nicht erreicht. Also das Baufeld endet vorher. Das ist schon mal die erste positive Nachricht. Und wie sehen die Haltestellen aus? Wie sehen die Haltestellen aus? Die Haltestellen jetzt nach dem Ausbau, davon rede ich erstmal. Es wird also Haltestellen in beiden Richtungen, vielleicht gehe ich doch nochmal vorne ran. Das ist ein Bauzustand und zwar, können Sie nochmal den ersten Plan, den Übersichtsplan? Ja, das ist die Schönebecker Straße. Hier ist die Einbindung der Warschauer Straße. Hier wird es in beiden Richtungen Haltestellen geben, barrierefrei, die nach dem Magdeburger Standard ausgeben, also barrierefreie Einstieg ermöglichen. Da wird der jetzt hier Straßenbord wird bis an den Gleisbereich herangerückt. Also auf der Kfz-Verkehr fährt in diesen Abschnitt nur auf den Gleisbereich. Damit wird auch eine gewisse Verkehrsberuhigung erreicht. Wir sehen das ja, wenn Sie weiter in Richtung Schönebeck, was da immer für, ich sage, Tempo gefahren wird, um an der Straßenbahn vorbeizukommen. Die Straßenbahn ist Kolonnenführer und dann kann man davor oder dahinter fahren. Und es gibt also Haltestellen, die entsprechend alle barrierefrei ausgebaut werden. Wie gesagt, das ist dann hier die Haltestelle
Benediktiner Straße das gleiche als Haltestellenpaar, wird die Budenbergstraße sein. Das ist ja jetzt auch bloß eine Haltestelle, die wird also genauso ausgebaut. Wir haben benachbart die Lichtsignalanlagen in dem Bereich, wo man also auch sicher rüberkommt. Hier direkt in dem Bereich, in den krummen Bereich, wird es keine Haltestelle geben. Herr Budenberg, wird dann auch der Burg an die Straßenbahn? Genau, genauso gemacht wie in dem Bereich, also vorne an der Weihnachtsstraße ist es ja schon ein bisschen älter, was die Anlage gebaut hat. Der Haltestellenbord geht bis an den Gleisbereich. Gut, ran. Wunderbar. Jetzt geht es noch um die Haltestellen während der Bauphase. Ne? Während der Bauphase wird es so aussehen, dass wir in diesem Abschnitt hier die Haltestellen hier vorne haben, in dem Bereich, auch für beide Richtungen. Haben wir jetzt ja bloß eine Richtung statt auswärts. Die Gegenrichtung wird dort auch halten, also vor dem eingleisigen Bereich. Dort, also zwischen Messmer und der Benediktinerstraße. Und die andere Richtung wird sein am Teamplatz. Dazwischen ist keine Haltestelle möglich. Das wird also gut der Bereich sein während des Bauzustandes. Wunderbar. Haben wir noch eine Frage oder haben wir jetzt irgendwas vergessen? Komplett oder ist immer nur phasenweise? Wir haben hier eine ganze Reihe von Bauzuständen und Bauphasen. Ich hatte das vorhin bloß komprimiert dargestellt, weil das sonst ein abendfüllendes Programm ist, das hier im Einzelnen zu erläutern. Im Grunde ist es so, dass wir eigentlich die Straßenbahn immer durchgehend fahren lassen wollen in der Schönebecker Straße. Es wird Unterbrechung geben, wenn wir über Wochenende Bauweichen umstellen oder dass einer der ersten Zustand auch ein verlängertes Wochenende, um das entsprechend einzurichten. Das wird sein, dann gibt es einen Zustand, den halte ich vielleicht vor ein bisschen, wo wir hier schon fahren und den Teil hier ein bisschen statt einwärts noch nicht fertig haben, dass wir nur über die Warschauer Straße fahren und dann bauen wir den Teil aus hier, ich sage mal vor Messmer diesen Bereich, mit der Zielstellung, das bis eben Ende 2020 alles durchzubringen. Eine sehr anspruchsvolle Sache. Wir würden es so handhaben, zumindest wäre das unsere Empfehlung, dass wir natürlich die Bauzustände auch immer nochmal kommunizieren. Es sind also eine ganze Reihe von Bauzuständen hier abzuwickeln, dass wir das in der Presse und in geeigneter Weise hier immer nochmal mit rüberbringen. Okay, vielen Dank. Edith. Ja, mein Name ist Josi Reuter und ich wohne in der Warschauer Straße, also quasi im Epizentrum. Herr Buschmann, Sie haben so schön gesagt, dass die Anwohner sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen sollen. Also mich würde jetzt natürlich interessieren, was bedeutet das? Also gerade in Bezug auf das Auto. Also wir haben ja aktuell die Möglichkeit, auf beiden Straßenseiten zu parken. Wie lange wird das noch möglich sein? Wird es irgendwann gar keine Einfahrt mehr für die Anwohner geben? Und ja, worauf müssen wir uns gefasst machen? Und ab wann vor allen Dingen? Ja, ab wann wird also, wie alle Fälle in diesem Jahr, das wird also zeitnah im März wahrscheinlich, dass es da intensiv rangeht, dass also erstmal mit vorgezogenen Maßnahmen des Tiefbaus, Kanalbau und solche Dinge. Und da werden wir also im ersten Zustand, das hatte ich ja kurz hier erläutert, nochmal eine Richtung Kfz-mäßig fahren können. Sie kommen zu Fuß an beiden Seiten natürlich ran. Parken nicht. Nein, das ist absolut nicht möglich. Das, bitte? Hat die MVB irgendwie einen Ausweich? Nee, die MVB hat kein Ausweich. Nein, es hat Gespräche auch aus anderen Zusammenhängen gegeben. Also Aldi ist nicht bereit, das aus Haftungsgründen anzubieten. So, jetzt aber. Sie geben den Vortritt. Michael Götze, mein Name. Ich habe eine Frage und zwar im Variante Umleitungswahl Nummer 2 ist mir ein Fehler aufgefallen. Und zwar ist da vorgesehen, aus der Warschauer Straße nach links in die freie Straße abzubiegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nach der Simulation ist dort offener Gleiskörper. Das geht dort doch gar nicht vorzukommen. Oder wird das wieder Zuschüttet für diesen Bauzustand? Wird überfahrbar. Die zweite Frage wäre, momentan ist ja, wir haben in der schmalen Brücke dort eine Gleisverschlingung. Wenn die Bahn das anpackt, sie wird es irgendwann anpacken, garantiert, kommt die dann wieder raus, die Gleisverschlingung? Wird bleiben. Wird sie bleiben. Gut, danke. Es ist gut, dass Sie aufpassen. So.
Es hätte sich jetzt besser da angeschlossen. Mein Name ist Rick Turek. Ich betreibe einen Beherbergungsbetrieb, nämlich das Bed and Breakfast Hotel in der Warschauer Straße. Jetzt die Frage, wenn Sie sagen, Sie sperren die komplette Warschauer Straße und wir machen das zu Fuß. Jetzt wissen Sie, glaube ich, was für eine Frage kommt. Wir haben Lieferverkehr, wir haben Gästeverkehr. Wie wird das sichergestellt? Wie wird auch der Zugang zum Hotel sichergestellt über die Warschauer Straße, ist der Haupteingang? Wie betrifft es die Fußwege? Wie betrifft es die Zuwegung? Kommen wir über die Porsestraße etc.? Und Sie sagen immer so schön, irgendwann im März. Konkrete Planungen wären für uns natürlich auch wichtig. Es muss ja irgendwo einen Termin geben, wo der Baustart geplant ist. Irgendwann, ja, das hilft uns nicht weiter. Ja, wenn ich irgendwann gesagt habe, natürlich gibt es Terminpläne, sehr, sehr umfangreich. Die habe ich jetzt natürlich hier nicht alle im Kopf, würde auch das sprengen. Es soll also im März nach den jetzigen Plänen losgehen, konkret auch in der Warschauer Straße. Was die Erreichbarkeit anbelangt, wird in der Warschauer Straße der jetzige Gehweg an der Seite der Wohnblocks provisorisch als Anliegerfahrbahn ausgebaut. Das ist aber nicht ein offizieller Weg, das ist nur für die Anlieger in diesem Bereich, dass man eine Erschließung sichert. Puppentheater, die andere Seite, wird erschlossen über Mühlberg und Porsestraße. Aber man kann da zu Fuß lang gehen. Und man kann natürlich auch auf der Seite der Wohnblocks, wo dieser provisorische Fahrweg hergestellt wird, dort lang gehen. Es gibt also verschiedene, es gibt dann auch einen Zustand, wo eine Zufahrt noch von Aldi zu Aldi hergestellt wird, von direkt im Knotenbereich der Warschauer Straße. Also es gibt eine ganze Menge wirklich hier sehr diffizile Dinge, die im Vorfeld auch beachtet wurden und die natürlich auch im Konsens oder ich sage mal im Kontakt mit den Anwohnern dann besprochen werden. Dass also, wenn große Veränderungen in den Zuständen gibt, es immer Informationen der Anlieger, dass man dann auch, wir würden auch sicherlich kommunizieren. Es gibt, ja. Weil ich glaube, es geht um, das ist eine etwas so besondere Lage. Wenn ich das richtig sehe, sind Sie doch hier an der Ecke. Ja. Zwischen Unterführung und, der S-Bahn und der Kreuzer-Porsestraße. Genau. Im Prinzip an der jetzigen Bushaltestelle. Ja. Genau. So, und das ist ja nochmal eine besondere Situation, Herr Buschmann. Vielleicht können Sie auf die direkt eingehen. Wir haben auch Erdlieferungen zum Heizen. Das muss ja alles sichergestellt sein. Es würde also mit den Hauptanliegern wird auch individuell nochmal gesprochen. Es wird ja nicht sofort alles gesperrt in der ganzen Straßenbreite. Und da wird es immer auch einen Weg geben, Provisorien, dass man über Gehweg fährt oder sowas. Wir bauen ja nachher den ganzen Straßenraum aus. Da wäre es sicherlich sinnvoll, dass man dann mit Ihnen da nochmal rechtzeitig vorher Abstimmung geht. Ohne Einschränkung wird es natürlich nicht gehen. Das muss man eindeutig sagen. Das sage ich. Anbieten Sie, lassen wir Ihre Karte hier. Also jemand von uns kommt nochmal persönlich zu Ihnen ins Haus als Gewerbetreibender, um die besondere Situation, die sich für Ihre individuelle Situation vor Ort ergibt, zu erläutern. Also das würde ich jetzt als Angebot unterbreiten. Oder ich gebe Ihnen meine Karte, dass Sie bei mir im Büro der Geschäftsführung anrufen können und sich diesbezüglich auch vereinbaren. Wir brauchen nicht Informationen, wir brauchen Lösungen. Naja, also ich meine, Herr Buschmann, grundsätzlich muss ja jedes Gebäude während der Bauphase immer erreichbar sein. Es geht die Feuerwehr und sowas, ja. Das wird berücksichtigt und wir bauen ja auch in den anderen Abschnitten jetzt in der Leipziger Straße den Knoten insgesamt. Also da ist eigentlich immer so, dass wir auch dann nachher bekannt geben, nochmal genau, wo finden die Bauberatungen statt? Gegenwärtig sind die noch im Bereich Emanuel-Larisch-Weg an der Wiener Straße, weil wir in dem Bereich die ihren Schwerpunkt haben. Wir werden sicher noch überlegen, wo wir hier, wenn wir konkret hier intensiver werden, wo wir vor Ort gehen können. Und da gibt es konkrete Termine. Die sind dort bisher mittwochs 9 Uhr und da sind auch die mit Hauptakteuren, die wir dann mal im direkten Gespräch vorher, ehe solche Situationen eintreten, dann abstimmen. Also haben Sie jetzt verstanden, das können wir natürlich jetzt nicht mit jedem Anwohner persönlich machen, aber die Gewerbetreibenden möchten wir da an der Stelle auch besonders mitnehmen. Wir haben doch mit dem Theater auch schon Gespräche geführt. Das ist eine Herausforderung für alle.
das ist uns bewusst und wir würden da gerne mit uns, also ob ich das jetzt persönlich wahrnehmen werde, kann ich Ihnen noch nicht versprechen, aber ich glaube, es wird auch manchmal besser beraten, wenn Sie die haben. Ich brauche nur jemanden, der Entscheidung treffen darf bei Ihnen. Und das passiert dann. Also wir kommen. Wunderbar. So, hier hinten ist noch eine Frage. Wir stehen wieder ganz hinten. Genau, schließt doch gleich an meinen Vorredner. Spahn mein Name, Anwohner und Gewerbetreibender. Ich habe meinen Handwerksbetrieb auch in der Porsestraße und wir sind eigentlich jeden Tag auf Lieferverkehr angewiesen. 20 Tonner, 40 Tonner. Und da rede ich nicht nur für meine Firma, sondern auch für den überliegenden Gewerbehof. Und wir haben mehrmals die Woche 40 Tonner, die genau diesen Kreuzungsbereich Warschauer Straße, Porsestraße queren. Jetzt auf dem Bild sieht man, dass, glaube ich, die Warschauer Straße während der kompletten Vollsperrung zu queren ist von Porsestraße zu Porsestraße. Richtig. Und eine dauerhafte Zufahrt denn über die Kreuzung Schönebecker Straße, Porsestraße denn gewährleistet wird. Ja. Das heißt, darüber wird ja auch sehr viel Anwohnerverkehr nachher stattfinden, die alle in den rückwärtigen Bereich rein wollen. Rein und raus. Das ist jetzt schon ein Verkehrschaos. Sind da irgendwie Straßensperrungen geplant? Wo sollen die Anwohner parken? Auch ihre, ich sage jetzt einfach mal wirklich, ihre lustige Umleitung hinten über die Dodendorfer Straße und Freie Straße, was dann auf die Erich-Weiner-Straße führen soll, ohne dass da eine Ampelanlage hinkommt, dass man rechts abbiegen kann. Es ist keine Umleitung, sondern ein erweiterter Parkraum. Also da muss wirklich was gemacht werden. Und wenn Sie sagen Umleitung, die Sie großflächig einführen, wir sind als Anwohner in Buckau seit Jahren davon betroffen. Sie wissen ja selbst, wie lange Sie schon Raiffeisenstraße und Wienerstraße bauen. Das betrifft uns Gewerbetreibende auch. Wir gehen jede Woche Arbeitsstunden flöten, wo meine Mitarbeiter einfach nur im Verkehr feststehen. Mit nur einer Umleitung hinzustellen, ist es nicht getan. Passen Sie doch bitte auch mal, wir kriegen es nicht mit, auch mal die Ampelzeiten an, die Ampelregelungen. Das wäre eigentlich nur das, was ich als Bitte habe. Und, nehmen wir mit für die Landeshauptstadt. Ja, genau. Und dann wäre wirklich mal ein konkreter Zeitplan. Wann beginnen Ihre Vollsperrungen? Wie lange? Wir müssen auch vorausplanen. Ich weiß, die haben Sie heute nicht mit, aber ich möchte, dass das bitte zeitnah nachgearbeitet wird. Auch wir müssen vorausplanen. Und mit irgendwann, im März oder so, wir brauchen wirklich verlässliche Daten. Wann fangen die ersten Sperrungen an? In was für einem Umfang? Und wann werden, auch wenn es nur Teilsperrungen sind, wieder aufgehoben? Danke. Wir werden auch für diese Baumaßnahme wieder so eine Art MVB-Baustellen, wie nennen wir das? Baustellen-Newsletter einrichten. Und da werden dann auch solche Maßnahmen quasi regelmäßig auch bekannt gegeben. Also am besten da auch mal einfach an info@mvb.net schreiben. Dann registrieren wir Sie für solchen Newsletter und dann kann man da halt auch immer regelmäßig Informationen bekommen. Also das ist auch noch eine Variante darüber hinaus. Und die Vollsperrung für die einzelnen Straßenzüge werden dann da eben auch nochmal entsprechend berücksichtigt. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich eigentlich keine Wortmeldung mehr im Gedächtnis. Ach doch, hier. Noch mehr vielleicht? Nur mal um das. Okay, 1, 2, 3, 4. Ja, Müller mein Name, wie viele andere hier sicherlich auch. Viele wissen ja wahrscheinlich, dass die MVB wahrscheinlich der beste Zulieferer fürs Biomasse-Heizkraftwerk sind. Was Bäume anbetrifft, würde mich mal interessieren, was in der Warschauer Straße passieren wird. Es hieß ja auf der Wiener auch ursprünglich, eine Seite bleibt stehen. War ja nun nicht so. Und mich würde mal interessieren, wie es nun in der Raiffeisenstraße sein wird, weil die Breite ist ja die gleiche wie in der Wiener Straße, glaube ich. Und zum Beispiel, was passiert mit den zwei Platanen, die noch vor Messmerloft stehen zum Beispiel. Das wäre ja dieser Kreuzungsbereich dann, wenn man aus der Warschauer Straße rauskommt. Okay, Thema Bäume. Zu den Bäumen ist natürlich ein großes Thema. In der Raiffeisenstraße mussten die Baumreihe gefällt werden, weil also die Untersuchung Wurzellage in den Gehwegbereich und anderen kein Erhalt der Bäume zuließ. Die werden neu gepflanzt, beide Seiten kommen neue Bäume hin, wurde in dem Video, und das werden auch nicht solche kleinen Schuppen, das werden also schon ordentliche Bäume, die da gepflanzt werden. In der Warschauer Straße sieht es so aus, dass wir vorne in dem Bereich, wo das Autohaus ist, dort zwei Bäume, wenn ich es richtig im Kopf habe, fällen müssen, die anderen bleiben erhalten. Dann gibt es noch in den Struve-Park, wo wir ein bisschen verbreitern müssen, den Gehwegbereich,
ein, zwei Bäume. Es gibt natürlich strenge Auflagen vom Umweltamt und ganzen Genehmigungsverfahren, dass Ersatzpflanzung denn auch an anderer Stelle. In der Raiffeisenstraße, in der Warschauer Straße, bleiben die Bäume erhalten. Was die Platane anbelangt oder die beiden Platanen, die eine Platane, die direkt an dem Messmergebäude ist, die also auch schon halb in dem Fahrbahnbereich steht, die muss gefällt werden. Die andere Ampel, die andere bleibt erhalten. Zumindest ist sie nicht betroffen von den Maßnahmen, die jetzt hier die MVB von den Baumaßnahmen. Das wäre also zu den Bäumen. Es gibt also da strenge Auflagen, was überhaupt Erhalt anbelangt und Ersatzpflanzung. Und es werden also in der Raiffeisenstraße, wie gesagt, auf beiden Seiten neue Bäume gepflanzt. Und das wird also wieder ein ordentliches Bild. Und die Bäume, die jetzt da sind und gefällt werden mussten, haben ja auch schon stattliches Alter. Und das ist also mit vorgesehen im Zuge der Baumaßnahme. Ich stehe mal wieder auf. Ups. Genau, dann noch einen Schritt nach links, damit ich dann alle sehe, weil sonst spricht man mir mit der Säule. Zwei Fragen, die jetzt nochmal aufgeploppt sind. Also meine Fantasie hört irgendwie immer noch auf, wenn ich mir überlege, Schönebecker Straße, das Stückteil auf jeden Fall zwischen Budenberg und wenn dann die große Straße kommt und dahinter vielleicht auch noch so ein bisschen, da kann ich mir noch halbwegs Fantasie, wo kommt da einen vernünftigen Fahrradweg hin? Also das ist bei allen anderen, ist irgendwie gefühlt noch ein bisschen Platz, um da jetzt einen Meter Fahrradweg, der befahrbar ist, zu packen. Haben Sie ein Beispiel aus der Stadt, wo schon neu was umgesetzt wurde, wo man dann, dass man sich das irgendwie halbwegs vorstellen kann, wie aus anderthalb Metern Fußweg auf einmal, zwei Meter Fahrradweg und, also ein Meter Fahrradweg, ein Meter Fußweg und man wird nicht überrannt durch wartende Menschen oder Menschen, die aus ihren Häusern raustreten. Und das Zweite ist, gibt es wirklich nur Möglichkeit, über einen Newsletter zu abonnieren, um die aktuellen Stände und Planungsvorhaben sich darüber zu informieren? Oder gibt es auch nochmal eine Internetseite, wo man sich die einzelnen Bauabschnitte im Zweifel auch nochmal angucken kann? Ja, zur Schönebecker Straße, erstmal zum Straßenquerschnitt. Wir hatten erläutert, vielleicht ist es nicht so rübergekommen, der Kfz-Verkehr wird künftig nur auf den Straßenbahngleis fahren und daneben wird es beide Richtungen Radfahrstreifen geben. Und die Radfahrstreifen, und dann wird es in den Haltestellenbereich, wird der Gehwegbereich im Prinzip bis an den Gleisbereich vorgebaut. Wir nennen das ein sogenanntes Haltestellen-Cup, wo man barrierefrei einsteigt und der Radverkehr wird entsprechend dann damit durchgeführt. Das ist also der Querschnitt, der in der Schönebecker Straße vorgesehen ist. Nur als Verständnisnachfrage, das heißt, die Schönebecker Straße wird dann einspurig pro Richtung? Für den Kfz-Verkehr, ja. Einspurig und der fährt auf den Gleisbereich. Ja. Ja. Oh, da stehen Sie doch mit der Bus im Stau. Die Planung, die die MVB machen, muss alle Verkehrsteilnehmer und alle Verkehrsarten berücksichtigen. Und da gibt es an vielen Stellen Konflikte. Wir haben andere Stellen, wo wir einen besonderen Bahnkörper, Kfz-Fahrstreifen, Radweg daneben. Das ist in der Schönebecker Straße nicht möglich. Und da muss man sich entscheiden, was man will. Und die Entscheidungen sind also von der Stadt gefallen. Und die aus meiner Sicht auch richtig, auch für die Zukunft. Es gibt also im Prinzip den Gleisbereich. Auf den Gleisbereich fährt der Kfz-Verkehr mit. Der fährt entweder davor oder dahinter von der Straßenbahn. Daneben gibt es Radfahrstreifen und die entsprechenden Gehwege mit barrierefreien Haltestellen, mit den notwendigen Signalanlagen. Das ist die Lösung, die sicherlich auch die Schönebecker Straße in der Perspektive mal weiter stadtauswärts umgesetzt werden muss, dass diese Rennstrecke und die Sicherheitsprobleme, die da sind, dann eben beseitigt werden und auf die Zukunft gerichtet. Vielen Dank, Herr Buschmann. Die Zukunft ist eben nicht nur Autoverkehr. Okay. Frau Münzer-Rennel, können Sie noch was zu sagen, ob es auf der Webseite noch Ankündigungen gibt oder sind die Newsletter hochgeladen? Bestimmt, nee, oder? Die Newsletter werden hochgeladen, auch auf die Website www.mvbnet.de. Also ganz normal, wenn Sie MVB googeln, kommen Sie auf www.mvbnet.de. Und dann, da werden auch die Newsletter hochgeladen. Also die werden nicht eine andere Information enthalten, als denn da schon steht. Also das wäre ja dann doppelt
an der Stelle. Und zusätzlich eben die vorhin von Ihnen auch schon erwünschten Anwohnerinformationen, wenn es denn auch richtig ernst wird vor der eigenen Haustüre. Okay, bitteschön. Guten Abend. Na, mein Name ist Schubert. Ich bin also ein gewisser Insider und kenne die Planung aus den 60er Jahren, 70er Jahren bereits, diese Trasse. Und ich kann die Stadt nur beglückwünschen, dass sie diese Planung hartnäckig beibehalten hat. Die Chance hätten wir ja sonst sowieso nie gekriegt. Aber mir fallen einige Punkte auf, die man vielleicht mal als Frage mitnimmt, ohne sie heute hier endgültig zu beantworten. Das eine ist, die Umsteigepunkte auf dem gesamten Liniennetz erscheinen mir in der Wegebeziehung für den Fahrgast, über den heute am wenigsten gesprochen wurde, wir hatten bis jetzt lauter Autofahrerbeiträge, erscheinen mir relativ lang und teilweise auch nicht ganz verständlich im Sinne der Wegebeziehung, als auch der teilweise des Witterungsschutzes. Wir können am Kölner Platz anfangen, wir können weitermachen auf dem Südring, wir können die Raiffeisenstraße nehmen, alles Haltestellen, die wegemäßig relativ umständlich im Umsteigeverfahren erschließbar sind, es sei denn, Sie fahren mit den Linien durch. Im Buckau sieht die Sache nur noch etwas komplexer aus, da Sie diese Brücke ja dank Bahn nicht anfassen können. Nicht? Man hätte ja theoretisch auch eigentlich auch rausnehmen können und sie anders versteifen oder anders bauen. Die Bahn baut die Brücke eh noch. Also das ist mir zumindest so bekannt, verbindlich aus bestimmten Quellen. Und insofern wird man da noch mal rangehen. Aber Sie werden also dieses Joch nicht anders nutzen können. Die Haltestelle Puppentheater ist natürlich als sogenannte Schnittstelle, die ja die NASA als Modernisierungsprogramm in Jan Sachsen-Anhalt immer verkauft, ein kleiner Humorstreich. Nicht? Wenn man überlegt, 400 Meter zu laufen zu einer Haltestelle, ist etwas lang. Ich möchte mit auf den Weg geben die Fragestellung, kann man darüber nachdenken, die Rampe von den Gewächshäusern auf den Bahnsteig 0 als zukünftige, also nicht 2020 oder 2025, aber zukünftige Schnittstelle mit der Bahn verbinden? Da ergibt sich die Frage dran, wie werden die Fahrzeugbreiten zukünftig sein? Die Trasse lässt meines Wissens 265 zu, das können Sie in der Stadt aber nicht überall fahren. Wie wir mal also mit den Fahrzeugkonfigurationen in den nächsten Jahren weitermachen? Und insofern empfehle ich, dass man, wenn die Planungen abgeschlossen sind, sicher solche Diskussionen führt wie diese hier. Aber im Vorfeld vielleicht auch mal Beiräte, Fahrgastbeiräte oder wie sie alle heißen, im Prinzip mal zusammenholt, um mal Ideen zu sammeln, bevor das Kind dann nicht in den Brunnen fällt, bevor das Kind dann angezogen ist. Danke. Danke für die Hinweise, Herr Schubert. Die nehmen wir selbstverständlich alle so mit. So, eine Frage habe ich mir hier noch gemerkt. Gibt es noch weitere? Weil wir haben ungefähr noch so 10 Minuten. Aber wahrscheinlich sind wir langsam am Ende. Moment, ich sammle doch. Also Sie haben noch eine Frage. Hier ist noch eine offen und das war es wahrscheinlich, wie es so aussieht. Ja, wunderbar. Ja, Hofmüller ist mein Name. Erstmal freue ich mich total auf diese Straßen. Ich bin vielleicht einer der wenigen. Moment, ich nehme mal zum Schluss. Sie hatten noch eine Frage. Ich hatte nur eine Frage, habe ich nicht verstanden. Wird in der Budenbergstraße auf jeder Seite jetzt eine Haltestelle eingerichtet? Gut. So, zum feierlichen Finale nochmal. Neuer Anlauf. Ich habe eine Waffe dabei, ich komme sicher nach Hause. Also ich freue mich wirklich, weil das einfach für die Zukunft, für alle sinnvoll ist und durch diese Baumaßnahme müssen wir durch. Ich bin total davon betroffen, ich wohne mittendrin in der Baustelle. Ich habe eine Frage, eine kleine Frage zur Porsestraße. Die wird dann für den Autoverkehr als in der Zufahrt auf die Warschauer Straße gesperrt oder wenn das fertig ist, so sieht das irgendwie aus. Das bleibt trotzdem offen. Wird keine Sackgasse. Das sah nur, weil da jetzt ist das ja so eine Verkehrsinsel und also man kommt ja praktisch der Verkehr auf die Warschauer Straße geht ja gerade durch und jetzt ist das ja da praktisch nur so als L an der Villa P eingezeichnet und deswegen wäre ich jetzt darauf gekommen, dass man vielleicht nur noch von der Warschauer in die Porsestraße reinfahren kann, aber nicht mehr rausfahren kann, wenn das fertig ist, da dieser kleine. Aber der Busverkehr kommt raus aus der Porsestraße, das ist insofern, weil wir ja mit Straßenbahn sind. Also ich meine, ich rede davon, wenn es fertig ist. Also ob man dann immer noch von der, und man kommt dann trotzdem aber noch als Abkürzung, man kann das immer noch als Abkürzung nutzen. Ja. Also Sie sehen, der Knoten wird nur versetzt. Sie können also hier links einbiegen und können hier langfahren. Ich frage mal den Bus an, der 54 und der 52er. Wenn die Straßenstrecke komplett fertig ist, werden die Busse dann eingestellt oder bleiben die dann auf der jetzigen Führung?
Sie haben jetzt den Bus bis zu der Bauphase, die Herr Buschmann vorhin vorgestellt hat, wo die Warschauer Straße, Raiffeisenstraße fertig ist und das Stück Schönebecker in Richtung Benediktinerstadt einwärts gebaut wird. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Sie den Bus. Und mit der Öffnung der Warschauer Raiffeisenstraße wird der Busbetrieb an der Stelle eingestellt. Das heißt, Sie haben ja dann alternativ die Straßenbahn. Und es wäre jetzt nicht sinnfällig, parallel neben der Straßenbahn einen Bus in dem Herzen zu fahren. Und wie gesagt, das wäre dann so nach der Zeit im Stand Ende 20. Ich möchte mal kurz an die Runde sagen. Und zwar, wir erwähnen das hier heute, dass es halt eine Förderstrecke geben wird über Bus. Was viele vielleicht nicht wissen, Herr Schubert wusste das, die Straßenbahnstrecke war schon fast fertig gewesen. 1939. Ja. Sie war schon fast fertig. Wir vielleicht auch später eröffnet worden. Was da passiert, wissen wir alle. Der Krieg hat noch Material gebraucht. Wir hätten das ganze Spiel gleich auch nicht führen müssen. Wenn es denn anders kommen wäre, nicht. Das ist wohl wichtig. Okay, wunderbar. Der Herr Handwerker, kriegt man bei euch eigentlich noch Termine oder seid ihr auch voll? Na, wir kommen ja demnächst nicht mehr so schnell zu unserem Kunden. Ja, eine Frage, durch diese Baumaßnahmen, die den Stadtteil betreffen, gibt es eigentlich auch für die anderen Straßen ein Verkehrswegekonzept? Weil Buker ist in der Stadt noch nicht gerade das unattraktivste Viertel und wenn ich weiß, was sie demnächst noch alles für Bauvorhaben in Buker umgesetzt werden sollen, was wir an Fahrzeugverkehr, Baustellenverkehr haben werden, der jetzt im rückwärtigen Bereich Karl-Schmidt-Straße, Kocki-Straße noch anläuft, auch über die Budenberg-Straße, die brauchen ja irgendwie auch ihre Zuwegung. Gibt es da eigentlich darüber hinaus, über ihre Baustellen und Umleitung, auch ein Verkehrswegekonzept für die restlichen Straßen, die betroffen sind im Stadtteil? Ich gucke ein bisschen zu dem Vertreter des Stadtplanungsamtes, weil das ist an der Stelle nicht unsere Aufgabe. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Wo sind denn die Vertreter? Würde ich Sie an die Landeshauptstadt verweisen an dieser Stelle. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es Ihr Fachgebiet ist. Ach so. Also ich würde Sie bitten, diese Frage in Richtung Landeshauptstadt zu adressieren. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit und geben die weiter. Ich habe mir jetzt gemerkt, Sie waren jetzt Herr Florian, nee, Herr Schwan. Wieder Schwan. Ja. Wieder oben auf dem Herr Schwan, wir nehmen das mal mit und geben das an die Landeshauptstadt, dass eben bei der nächsten, es gibt ja auch immer Bürgerversammlungen in den einzelnen Stadtteilen oder wir geben das in die GWA zurück, dass da nochmal eine Rückinformation passiert, wie grundsätzlich die Verkehrsentwicklung hier im Bereich Bukau. Aktuellen Zustand hier. Genau. Schon mehr entstehen ist und dadurch wird. Ja, ja. Und es ist ja eben auch ein attraktives Gebiet und ziehen auch mehr Leute her. Insofern haben Sie da mit Ihrer Frage durchaus recht. Nur wir können sie leider nicht beantworten an dieser Stelle. Wie die Dame vorhin schon sagte, die ganzen Parkplätze an der Warschauer Straße fallen weg. Wo will man denn parken? Es gibt jetzt schon kaum Parkplätze, wo man nicht schon selbst antworten. Leere Plätze auf welche Straßen? Es gibt ja keine Möglichkeiten, um hier einen kompletten Chaos, Hamburg, wie auch immer, in den nächsten 20 Monaten, so Gott will, vorzubeugen. Also wie gesagt, es wird eine Herausforderung, das Thema Verkehrskonzept nehmen wir mit für die Landeshauptstadt. Okay, wunderbar. So, wenn ich jetzt richtig schaue, gibt es keine weiteren Fragen mehr, ne? Oder? Dann sind wir, nach eine noch. Okay, wir sind ja eigentlich auch am Ende. Ja, Koppe, bei der Sperrung der Warschauer Straße, wenn ich jetzt vom Bukauer Bahnhof vor beim Autohaus Engelmann lang gehen möchte, zur Ecke Dohndorfer, Freie Straße. Ist da der Fußweg und Radweg sichergestellt auf beiden Seiten? Okay. Kurze Antwort, kurze Frage. Herr Hoffmann, noch ein Abschlussstatement oder? Nicht, ne? Ich habe noch was für die Runde. Bitte schön, Frau Rende. Handballergebnisse. Warte mal, was schätzen wir denn? Will keiner Ach so, da will jemand noch die Ach so, da will einer noch den Stream gucken. Ohren zu. Okay. Das Puppentheater. Okay, dann wer es wissen will, fragt mich. Okay, ja, schönen Abend alle miteinander. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht oder ja, wahrscheinlich ist ein anderer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Einen angenehmen Heimweg. Auf Wiedersehen.